Sommer 2005. 893 Tage nach der Katastrophe ist es wieder soweit. Für den 13. Juli ist der Start von Space Shuttle Discovery geplant. Jene Raumfähre, mit der sich die NASA bereits nach dem Challenger-Crash wieder ins All wagte. An Bord hat die 20 Jahre alte Discovery Ersatzteile und Proviant für die internationale Raumstation. Ihr Flug dient aber vor allem dazu, die neuen Sicherheitssysteme zu überprüfen. Trotzdem ist sie ein Auslaufmodell. Manche halten sie für eine fliegende Zeitbombe. Die Flotte der drei noch verbliebenen Space Shuttle soll noch 28 Mal ins All. So viele Flüge sind nötig, um die internationale Raumstation endlich fertigzustellen. Aufs alten Teil werden die Raumfähren erst im Jahr 2010 geschoben. Danach soll ein völlig neues Raumschiff zum Mond und später auch zum Mars. So will es US-Präsident George W. Bush. So plant es die NASA. Experten schätzen die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Shuttle-Katastrophe bis zum Jahr 2010 auf bis zu 50%. Doch Risiken begleiten das Shuttle-Programm seit dem ersten Flug. Nichts konnte bislang den Traum von der bemannten Raumfahrt zerstören. Return to Flight. Auf zum Flug. Bei vollem Risiko. Es ist der erste Flug eines Space Shuttle seit der Columbia-Tragödie vor 2,5 Jahren. Und es steht viel auf dem Spiel. Der Druck für die 2 Frauen und 5 Männer an Bord daher größer denn je. Die nervliche Belastung ist unglaublich, die auf denen liegt. Denn die wissen, die Zukunft der Raumfahrt praktisch hängt von ihnen ab. Es wird, wenn wieder was passiert oder sie machen einen großen Fehler, dann werden Jahre vergehen, bis wir uns wieder hochrappeln können. Das garantiere ich. Rund um den Kennedy Space Center in Florida dreht sich seit Tagen alles um den Discovery-Start. Mehrere tausend Schaulustige werden erwartet. Da dürfen die Raumfahrt-Souvenirs natürlich nicht fehlen. Shuttle-T-Shirts made in Florida sind daher der große Renner. Ich finde das hier alles total cool. Der Discovery und ihrer Crew wünsche ich alles Gute und dass sie sicher zurückkehren. Von der Mission hängt auch die Zukunft der internationalen Raumstation ISS ab. Der Ausbau ist bereits im Verzug. An der ISS soll daher eine flexible Nutzlastpalette für Weltraumwerkzeug montiert werden. Am Missionstag 9 wird die Palette aus der Ladebucht des Shuttles herausgenommen, an die Station angedockt. Dafür wird ein spezieller Mechanismus angebracht. Die Kabelverbindungen werden hergestellt. Und wenn dann alles gut geht, haben wir deutsche Hochtechnologie die nächsten 15 Jahre an der Raumstation. Der Countdown läuft. Das Einzige, was den Shuttle-Start noch verhindern könnte, wäre das Wetter. 2,5 Jahre nach dem Absturz der Weltraumfähre Columbia ist die NASA startklar zur Rückkehr ins All. Trotz seiner Panne mit dem Hitzeschutzschild soll die US-Raumfähre Discovery wie geplant heute Nachmittag von Cape Canaveral aus abheben. Die NASA bestätigte Probleme, eine Gefahr für das Shuttle und die Besatzung bestehe jedoch nicht. Wie ein unverwundbarer Koloss thront die Discovery auf der Startrampe in Cape Canaveral und ist doch so zerbrechlich wie ein Stück Porzellan. Denn nur einen Tag vor dem Start hatte sich die Verkleidung eines Fensters gelöst und den Hitzeschild der Raumfähre beschädigt. Der Schaden sei behoben, so die NASA auf einer Pressekonferenz. Doch die Journalisten wollen wissen, ob der Vorfall nicht ein bisschen peinlich sei. Wissen Sie, sagt Stephanie Wilson von der NASA sichtlich verlegen, alles, was wir hier machen, ist risikoreich. Sowas kann immer passieren. Es ist nicht peinlich. Ich bin eher stolz, dass wir es entdeckt und so schnell reagiert haben. Die tödliche Gefahr herabfallender Teile hatte sich vor knapp 2,5 Jahren gezeigt. Beim Start der Columbia war der Hitzeschild der Fähre von Schaumstoffstücken so stark beschädigt worden, dass sie beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre explodierte. Die gesamte Crew kam damals ums Leben. Die Sicherheit der Astronauten steht also im Vordergrund.
Und kaum zu glauben, die 7 Besatzungsmitglieder haben Flickzeug dabei, darunter Kittspachtel und Klebematerial, um mögliche Schäden an dem über 20 Jahre alten Raumfahrzeug zu beheben. Trotz der zahlreichen Veränderungen an der Discovery also keine Entwarnung, meinen auch Experten. Nun, ich denke, dass alle sehr nervös sein müssen. Die NASA hat nicht alle Probleme gelöst, die man nach der Columbia-Katastrophe ermittelt hat. Der Shuttle ist wahrscheinlich die komplexeste Maschine, die jemals von Menschen gebaut worden ist. Er ist extrem anfällig und hat das fürchterliche Potenzial, seine Crews auf unvorhergesehene Weise zu töten. Um 21.51 Uhr deutscher Zeit soll die Discovery zur Raumstation ISS abheben. Das Space Shuttle-Programm wird nach dem Willen von US-Präsident Bush zwar ohnehin im Jahr 2010 eingestellt, doch wenn auch diese Mission ein Schlag ins Wasser wird, werden die zerbrechlichen Kolosse wohl für immer am Boden bleiben. Ja, und wir werden den Start natürlich für Sie live verfolgen. Immer wieder begleiten wir die Ereignisse in Cape Canaveral. Ab 18.30 Uhr übrigens, da steigen die Astronauten schon in das Shuttle. Der Morgen des 1. Februar 2003. Um 9 Uhr Ortszeit bricht der Kontakt mit dem Space Shuttle Columbia ab. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglüht der Shuttle in über 60 Kilometern Höhe. Die Trümmer des Shuttles verteilen sich über mehrere tausend Quadratkilometer. Eine ganze Nation ist geschockt. Die Zukunft der bemannten Raumfahrt der NASA steht auf dem Spiel. 6 Monate nach dem Unglück legt eine Untersuchungskommission ihren Abschlussbericht vor. Sie stellt fest, schon beim Start war die Katastrophe vorprogrammiert. 82 Sekunden nach dem Abheben löst sich ein Stück der Tankisolierung, schlägt an den linken Flügel und zerstört Kacheln des Hitzeschildes. Obwohl Ingenieure kurz nach dem Start den Schaden melden, unternimmt die NASA nichts. Sie ignoriert die tödliche Gefahr. Nicht der erste Rückschlag in der Geschichte des Space Shuttles. Von den 113 Starts verlief nur jeder dritte wie geplant. Allein 14 Mal wurde ein Countdown abgebrochen, Minuten oder sogar wenige Sekunden vor dem Start. Die Hälfte der Missionen musste wegen technischer Probleme verschoben werden. 1986 explodierte die Challenger 73 Sekunden nach dem Start. Eine defekte Gummidichtung löste die Explosion aus. Auch damals starben alle Astronauten. Seit dem Columbia-Unfall hat die NASA viel getestet, um ähnliche Unfälle zu vermeiden. Die Tragflächen mussten verstärkt werden, damit herabstürzende Trümmerteile keinen Schaden anrichten können. Die Astronauten haben gelernt, wie sie kleinere Schäden im All selbst beheben können. Mit einer extra entwickelten Paste sollen kleine Risse im Hitzeschild repariert werden. Mal müssen sich die drei verbliebenen Shuttle noch ins All wagen. Erst dann ist die internationale Raumstation fertig gebaut. Das Risiko, dass bis dahin noch einmal ein verheerender Unfall passiert, ist relativ hoch. Experten schätzen es auf über 40%. Wahnsinn. Ulrich Walter ist einer von den wenigen Deutschen, die schon mal im All waren. Vor 10 Jahren, 1993, 10 Jahre vor der Columbia-Katastrophe, wollte ich sagen. Da war er mit der Columbia, mit dem Space Shuttle im All. Heute ist er Professor für Raumfahrt und Lufttechnik in München. Schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Herr Walter, würden Sie heute in Anbetracht dessen, was dann eben 1993 passiert ist, gerne in der Discovery sitzen? Das war meine Columbia, die damals abgestürzt ist. Die Shuttles sind heute sicherer denn je. Natürlich würde ich einsteigen, überhaupt keine Frage. Wieso sind die sicherer denn je? Nun, schauen Sie, es ist jetzt so viel gemacht worden in den letzten 2 Jahren. Es wurden die Kacheln verbessert. Es wurde die Isolierung am externen Tank verbessert. Es ist eigentlich nur besser geworden. Warum sollte also jetzt gerade bei der jetzt heutigen Mission das Ganze nochmal passieren? Naja, wir haben gerade gehört, die Wahrscheinlichkeit liegt immer noch bei 40%. Das ist ja nicht wenig. Nein, das sind nicht die offiziellen Zahlen. Im Augenblick liegt die Sicherheit bei etwa 140 Flügen. Das heißt, bei jedem 140. Flug sollte etwas passieren. Das heißt also, dass jetzt bei diesem was passiert, ist relativ gering.
Nun gibt es aber immer noch Experten, die bemängeln, also diese Untersuchungskommission hat 15 Verbesserungsvorschläge angemahnt und nur 12 davon sind umgesetzt worden. Zum Beispiel nicht umgesetzt wurde, dass das Hitzeschild immer noch nicht robust genug ist. Warum kann man das nicht robust genug machen? Man muss unterscheiden zwischen den Kacheln, die auf der Unterseite des Shuttles sind. Die sind relativ weich, da kann man mit dem Nagel sozusagen reinritzen. Aber das sind nicht die kritischen Teile. Die kritischen Teile sind auf der Vorderkante des Flügels. Wenn dort etwas einschlägt, dann kann es wirklich zum großen Risiko kommen beim Wiedereintritt, weil dann voll die Luft reingreifen kann in dieses Loch. Und diese Kacheln müssen nicht nur widerstandsfähig sein, was die Temperatur betrifft, sondern auch mechanisch widerstandsfähig. Und das ist das große Problem. Und das haben die Amerikaner bisher noch nicht in den Griff bekommen. Ja, und wenn man das jetzt einfach ein bisschen dicker macht, das funktioniert nicht, das geht nicht? Nein, so einfach geht das nicht. Man hat sich überlegt, über die Vorderkante so eine Art Verkleidung zu machen. Aber diese Verkleidung hält bei diesen enorm hohen Temperaturen von 1600, 1700 Grad Celsius nicht. Jetzt haben die Experten ebenfalls bemängelt, dass immer noch was vom Tank abbröckeln kann und dann eben auch wieder die Hitzekacheln trifft. Warum kriegt man dieses Problem nicht in den Griff? Nein, das wird sicherlich nicht mehr passieren. Man hat also den Schaumstoff, das war ja der Grund im Jahre 2003, der Grund für diese Katastrophe. Das hat man in den Griff bekommen. Was man noch nicht ganz im Griff hat, ist, dass Eis abfallen kann. Denn dieser externe Tank ist so kalt, bei minus etwa 250 Grad Celsius, dass sich außen dünne Eisschichten bilden und die können beim Start abfallen. Aber ich bin der Meinung, dass das nicht zu katastrophalen Folgen führen wird, sondern nur zu leichten Schrammen an den Kacheln. Sie sind da sehr optimistisch. Allerdings gibt es John Loxton, der hat die Columbia mit untersucht. Und der sagt wörtlich, es ist immer noch riskanter, als wir uns wünschen, aber etwas anderes haben wir nicht. Ist denn die bemannte Raumfahrt wirklich so wichtig oder ist es nicht doch eher ein Prestigeobjekt, für das es sich nicht lohnt, das große Risiko Menschenleben einzugehen? Also das, was Sie gerade zitiert haben, steht nicht im Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Natürlich ist Raumfahrt riskant. Es ist immer noch eines der riskantesten Unternehmen, die es gibt. Aber schauen Sie, dorthin zu fliegen, ist eine Entscheidung jedes Astronauten. Ich würde ja sagen, jeder meiner Kollegen würde das tun. Das heißt, Sie müssten mich fragen, würden Sie das tun? Ich sage ja. Man muss sowas abwägen, haben Sie natürlich auf der anderen Seite recht. Was ist der Nutzen der Raumfahrt? Und es ist schwierig, Nutzen gegen Risiken abzuwehren. Was immer wir tun, ob wir im Verkehr sind, es gibt 7000 Verkehrstote pro Jahr, wir akzeptieren das, weil wir sagen, wir brauchen den Verkehr. Aber genauso, wenn Sie eine Leiter in die Küche stellen, fallen Sie um und Sie haben Genickbruch. Kann auch passieren. Das heißt, Sie müssen immer abwägen, was ist das Risiko gegenüber dem, was ich an positiven Vorteilen habe. Und ich bin davon überzeugt, das sehen viele auch so, dass die bemannte Raumfahrt sehr wichtig ist. Herr Walter, sprechen wir gleich nochmal drüber. Wir gucken jetzt mal eben kurz, was denn in Cape Canaveral los ist. Dort ist nämlich unsere Korrespondentin Christine Adelhardt heute Morgen. Schönen guten Morgen, Christine. Na, noch sehe ich Sie nicht? Ja, das hat heute hier für einige Aufregung gesorgt. Die ganze Zeit hat es geheißen, alles läuft planmäßig. Dann am späten Nachmittag die Meldung, es gab einen Vorfall. Ein Teil habe sich gelöst, eine Abdeckung für ein Fenster, ein Plastikteil. Dieses Teil ist herabgestürzt, die Discovery entlang gestürzt, hat dann am Ende des Rumpfes ist dieses Teil aufgeschlagen und hat dabei Hitzekacheln beschädigt. Die NASA hat sich gleich bemüht, eine Stunde später gab es eine Pressekonferenz, abzuwiegeln, zu sagen, das ist alles nicht schlimm. Wir konnten diese Kacheln bereits reparieren. Das sei eine kleine Bagatellreparatur gewesen. Nichts Besonderes, täglich Brot eigentlich. Aber wann immer Hitzeschutzkacheln, wann immer dieses Wort hier fällt, schrillen natürlich die Alarmglocken, weil die Columbia ist ja damals 2003 wegen eines Lochs in so einer Hitzeschildkachel letztlich zum Absturz gebracht worden. Also insofern große Aufregung, aber der Countdown läuft erst einmal planmäßig weiter. Ja, wie geht es denn überhaupt planmäßig? Wie ist der Ablauf, der geplante? Morgen früh wird die Crew um 5.40 Uhr aufgeweckt. Dann fangen hier die letzten Vorbereitungen an. Der planmäßige Start soll ja sein, Ortszeit in Deutschland kurz vor 10, 9.51 Uhr am Abend. Hier in Cape Canaveral wird es dann am Nachmittag sein. Den ganzen Tag über Checks, 20.000 Parameter müssen noch einmal durchgecheckt, durchprobiert werden, damit es dann wirklich um die geplante Uhrzeit zum Abflug kommen kann. Und dann sind alle sehr gespannt, ob denn das, was angekündigt ist, dass dieser Flug der sicherste sein soll, den es jemals gegeben hat in der Geschichte der Shuttleflüge, ob das dann wirklich so ist. Denn es gab sehr hohe Auflagen von der NASA, von einer Untersuchungskommission, die den Columbia-Absturz untersucht hatte. Die NASA ist sehr vielen dieser Auflagen nachgekommen. Eine Sache aber hat sie nicht erledigen können, und das sind eben diese Hitzekacheln.
Kacheln, diese Hitzeschutzkacheln gewesen, die hätten gehärtet werden müssen, aber das ist nicht gelungen bislang. Ja, das war Christine Adelhardt aus Cape Canaveral. Aber das Gespräch haben wir, das haben Sie sicherlich gemerkt, heute Morgen um 6 Uhr schon geführt. Und da hat sie nochmal von den aktuellen Problemen berichtet, die es da gibt. Wir sind weiterhin mit Ulrich Walter, mit unserem Mann im All sozusagen, der zumindest vor 10 Jahren mit der Columbia ins All geflogen ist, verbunden. Und Herr Walter, Sie haben eben schon mal gesagt, also Sie würden jetzt auch nochmal in die Discovery sich setzen. Aber erzählen Sie uns doch nochmal, wie fühlt sich denn so ein Astronaut jetzt? In 5 Stunden, glaube ich, geht es los, dann beginnt zumindest der Countdown. Wie fühlt man sich da als Astronaut? Nun, die Astronauten schlafen morgen noch in den sogenannten Crew Quarters. Das ist ein Gebäude auch auf dem Startgelände. Die werden, wie gesagt, um 5.40 Uhr aufgeweckt. Das geht alles relativ flott voran. Man hat das viele, viele Male geübt. Man wird angezogen. Die Ersten, die fertig sind, spielen übrigens noch ein bisschen Karten. Das ist eine Art Tradition bei der NASA. Und dann geht's raus. Man wird mit einem Crew Transfer Vehicle, so nennt sich das, zum Startplatz gefahren. Die ersten Astronauten steigen etwa 1,5 Stunden vor dem Start ein. Man muss sich anschnallen. Man liegt ja auf dem Rücken, weil man nach oben startet. Und dann dauert der Check etwa noch 1,5 Stunden. Dann geht's los. Waren Sie nicht mal ein bisschen nervös, also dass Ihnen irgendwie sich der Magen umgedreht hat oder Sie in irgendeiner Form das gespürt haben? Sie meinen, wenn man da oben auf der Startrampe steht und hinausschaut? Schauen Sie, das ist ein ganz besonderer Augenblick. Man hat viele Jahre trainiert für den Augenblick. Man glaubt gar nicht, dass es endlich soweit ist. Man steht oben auf der Startrampe, hat einen wunderbaren Überblick über diesen Weltraumbahnhof. Man sieht etwa in 7 Kilometer Entfernung Banana Creek. Das sind die Tribünen dort, wo die Verwandten stehen. Man atmet einfach tief ein und sagt, jetzt ist es soweit, und dann steigt man ein. Man ist einfach fasziniert von dem Augenblick und auf das, was da kommt. Heute Abend um 10 vor 10 etwa, soll, also unserer Zeit, soll die Columbia starten. Glauben Sie, dass es heute funktioniert? Ich bin davon überzeugt, denn es ist tatsächlich so, der Shuttle wurde nochmal komplett überarbeitet. Es ist so, als hätten Sie einen Wagen aus den 70er, aus den 80er Jahren, der immer wieder überholt und gewartet wurde. Der ist eigentlich jetzt gut in Schuss. Ich bin davon überzeugt, dass absolut nichts passieren wird. Now you will see some footage of the external tank processing at Michoud Assembly Facility in New Orleans prior to it arriving. Key modification occurred on 3 areas of the tank, the bipod, the flange, and the bellows areas. The 2 bipods are where the orbiter connects to the external tank. Ice forms on the bellows because small areas are left exposed to allow for necessary flexing of the feed line during flight. Condensation from air freezes when coming into contact with sub-zero temperatures of the bare metal of bellows. The new design discards the wedge, eliminating the potential of foam shedding, and installing heaters to prevent ice formation on the fixture. The second modification is the inner tank flange, where the liquid oxygen and hydrogen tanks are joined together. One cause of foam loss during flight is the presence of small cavities or voids in the foam insulation that can form during the application process. The new design requires the flange spray to be split into several steps, allowing sprayers to focus on smaller, more contained areas. Next, the upper and lower flange are sprayed separately to complete the foam application on the flange. The third major modification is to the external tank's 3 bellows areas, located on the liquid oxygen feed line. Ice formation on the bellows because small areas are left exposed to allow for necessary flexing of the feed line during flight. Condensation from air freezes when coming into contact with sub-zero temperatures of the bare metal of the bellows. To reduce ice formation by as much as 40%, engineers extended the foam skirt around the bellows. Also, a new heater was added to the lock feed line bellows areas to eliminate ice formation completely. We will now show a video of the arrival and processing of the new external tank at Kennedy Space Center. Here is the external tank as it was arriving at Kennedy after a 900-mile journey at sea. It departed NASA's Michoud Assembly Facility in New Orleans.
and was transported via Pegasus, NASA's specially designed barge. The solid rocket booster retrieval ship Freedom Star brought the barge to Port Canaveral March 15th of this year. The barge was moved by tugs to the turn basin, and the tank was then offloaded and transported into the vehicle assembly building. Once in the vehicle assembly building, the tank was raised to a vertical position and lifted high up into the transfer aisle for checkout, into the checkout cell. Here is Space Shuttle Discovery as it begins to be lifted up into the transfer aisle and up and over into High Bay 1 of the vehicle assembly building. Final closeouts of this tank prior to Discovery being attached were the addition of the new bolt catcher and electrical cable connections. They added an aerodynamic fairing and the bipod struts, which are the attach points for the nose of the orbiter to the tank. Those were all the final closeouts on that particular tank prior to Discovery being mated. Here is the new external tank digital camera that's being installed, and this will give us wonderful views of the external tank upon ascent and once until it is jettisoned. Discovery began its way atop a mobile launcher platform, transported by a crawler transporter out to launch pad 39D. The lengthy journey took Space Shuttle Discovery into the evening as it rolled its way up to launch pad 39B after its 4.2-mile journey from the vehicle assembly building. While at the pad, two tanking tests were performed, and the Space Shuttle vehicle and ground systems had an opportunity to be subjected to the countdown environment. Without the transition to auxiliary power unit start, space shuttle main engine start, and solid rocket booster ignition. Back in the vehicle assembly building, the determination was made to switch Discovery to external tank 121. This is ET-121 being attached to the solid rocket boosters in High Bay 3 of the vehicle assembly building. Rollback preparations were being done so that Discovery could make its way back from the pad to the VAB so that the external tank could be changed out. Workers were removing cables from the mobile launcher platform and the electrical cables while at the pad so that Discovery could begin its journey back to the VAB. On external tank 121, a new heater was added in the liquid oxygen feedline bellows area to minimize the potential for frost and ice buildup in that area of the tank. At the same time, Discovery was being removed from external tank 120 and lowered into the transfer aisle. Discovery was removed from external tank 120 on June 2nd.
and then was remated to its new external tank, ET-121, on June 7th. During Discovery's 12-day mission, Commander Eileen Collins and the rest of Discovery's 7-person crew will test new hardware and techniques to improve shuttle safety, as well as deliver supplies to the International Space Station. Welcome back. The countdown to NASA's first space shuttle flight in 2.5 years is in its final hours. Sean Calebs joins us now from the Kennedy Space Center in Florida, where the U.S. Space Agency's highly anticipated launch of Discovery is to take place. But Sean, while the atmosphere must be pretty excited, there was a mishap happened that might be seen as a setback. Yeah, without question. It happened yesterday evening, about 12, 13 hours ago. This is one of the heat-resistant tiles that goes on the shuttle, and you can hear it has a ceramic sound to it. And basically, a covering from one of the windows fell off, struck this tile, and that caused NASA to have to go in and replace those tiles at the 11th hour. NASA is calling it a minor repair. Still, eyebrows were raised when technicians were forced to replace two protective tiles on the shuttle after a plastic window cover fell, damaging the tiles. The space agency says the mishap is not embarrassing. I just think it's just one of those things that happened, and I'm actually very proud that we saw it and we caught it and we were able to act so quickly. After focusing the past 2.5 years on the shuttle and its operating systems, anxious NASA managers are spending the last several hours leading up to the launch looking at the sky. With only a brief 10-minute launch window, bad weather could keep Discovery on the pad. Looking very closely at imaging, making sure that the vehicle can be seen by the ground cameras. And so the mission management team will be paying close attention to the cloud cover in the area. Not just rain, wind, and lightning, even cloud cover could be enough to scrap the launch. That's because NASA has more than 100 cameras poised to photograph the liftoff. The space agency needs near-perfect weather to capture all the necessary images and make sure debris doesn't harm the orbiter and flight STS-114. We're not going to stop working after STS-114 flies. We've got, you know, maybe another 28 flights left, so we need to keep working on this. Are we ready to fly STS-114? Yes, I believe we are. Now, for the past hour or so, NASA has been filling the external fuel tank. It's going to take 2 more hours to finish that. Everything is moving along well for the countdown, Veronica. It is scheduled to lift off in fewer than 8 hours at 3:51 Eastern time. And Veronica, I'm sure you're jealous, but I have one of the best seats in the house. I have my camera ready, and I'm eager to see this. All right, we're looking forward to it too. Thanks a lot, Sean Calebs at Cape Canaveral. And a reminder that CNN will indeed be airing the Discovery launch live later Wednesday, weather permitting. That's scheduled for 19:51 GMT, which corresponds to the time seen on your screen. If all goes to plan, the space shuttle will blast off from the Kennedy Space Center at Cape Canaveral at 19:51 GMT on Wednesday. The mission will last 12 days. The shuttle is due to land at 15:01 GMT on the 25th of July. The countdown begins in earnest at T6 hours with a final inspection. At T3 hours, the crew of 5 men and 2 women depart for the launch pad. Final briefings for the launch teams take place at T20, and the decision for go is taken at mission control at T9 minutes. The launch window only lasts 5 minutes because of the weather. If there's no launch by July the 31st, NASA will have to wait until September. James Kamarasamy is at Cape Canaveral in Florida and sent us this report. Discovery's launch day is finally here. If the Florida weather holds out, 2.5 years of repairs and modifications will culminate in the space shuttle's return to orbit. But on the eve of liftoff, there was some unwelcome news for NASA when a cockpit window covering fell and damaged two of the shuttle's tiles. The problem was fixed within an hour, and a positive-sounding NASA official said it won't delay the launch. It's just one of those things that happened, and I'm actually very proud that we saw it and we caught it and we were able to act so quickly. I mean, for the team to get out there and inspect it and come up with a carrier panel replacement, get the step and gap done, that's a great amount of work that was done in a very short period of time. We have booster ignition. This will be the first space shuttle flight since the Columbia broke up on re-entry over Texas 2.5 years ago
killing all seven astronauts on board. And as they made their final preparations, the crew of the Discovery received a message of support from the families of their colleagues who died. To secure all information. The shuttle's mission involves taking supplies to the International Space Station, but also carrying out a series of tests on itself to ensure the safety of future missions. One innovation, a robotic arm which can check for evidence of damage underneath the spacecraft. And as an extra safety precaution, on the ground, 107 cameras will take photographs of the Discovery as it takes to the skies. One of the most anticipated space shuttle launches ever will also be the most photographed. James Kumarasamy, BBC News, Cape Canaveral. And don't forget, you can see live coverage of the launch of the Discovery space shuttle at 1951 GMT here on BBC World. Probleme mit dem Hitzeschild des Shuttle haben die US-Raumfahrtbehörde NASA in Aufregung versetzt. Der Schaden sei aber behoben. Die Discovery soll wie geplant am Abend starten. Die Astronauten sollen unter anderem Ersatzteile zur internationalen Raumstation ISS bringen. Vor mehr als zwei Jahren hatte ein Schaden am Hitzeschild zum Absturz der Columbia geführt. As we see in this live picture here, the rotating superstructure, which provides the access to the payload bay and the remainder of the orbiter and the shuttle stack is retracted. We're going to look at some video of that actual retraction operation last night, which occurred about 11 o'clock. Rotating service structure moves about a third of a turn back away from the space shuttle. To that point in the evening, they were also configuring switches in the cockpit. And the crew began to leave the pad about a little after midnight in preparation for fueling.
Und da werden nun 2 Millionen Liter Wasserstoff und Sauerstoff betankt. Und beim Start verpulvert so ein Raumschiff dann 4000 Liter Treibstoff. Na? In einer Sekunde. Wenn das der alte ist. Ja, also es ist schon eine gewaltige Menge. Und die Nerven sind natürlich zum Zerreißen gespannt bei der Besatzung. Was machen die im Augenblick? Na, die bereiten sich jetzt vor, ziehen sich an, haben vielleicht noch mal was Leichtes gegessen und werden dann in 2-3 Stunden rüberfahren und dann hochklettern, mit dem Lift hochfahren. Mit welchen Gefühlen im Bauch? Mit Angst oder eher mit... Ich glaube nicht. Wir sind äußerst zuversichtlich, dass das Ding klappt. Ich meine, ein gewisses Restrisiko, das räumt jeder Raumfahrer ein, wird es immer geben, auch bei dieser Mission. Aber es ist die am besten vorbereitete Mission, die die NASA bisher hatte, wenn man jetzt mal vielleicht von den Mondlandemanövern, Mondflügen absieht. Und die Mission wurde ja mit 1,5 Milliarden Dollar wieder auf den Weg gebracht. Also es wurde eigentlich nicht gespart, wenn auch nicht alle Sicherheitsvorschriften, die man angeregt hatte, umgesetzt wurden. Von 15 Punkten wurden 12 umgesetzt, 3 nicht. Also NASA, das derzeit am besten motivierte Unternehmen Welt. Aber genau das, was man hatte vermeiden wollen, dass wieder was runterfällt und diesen Hitzeschutzschild beschädigt, ist wieder passiert. Also da müssen doch die Nerven blank gelegen haben, nehme ich mal an. Mit Sicherheit. Und naja, es waren ja zum Glück nur 2 Kacheln, aber man sieht schon... Das hätte ja gereicht für ein Unglück wahrscheinlich. Es hätte gereicht, ne? Im Ernstfall hätte es wahrscheinlich gereicht. Aber man muss ja auch sehen, sie hätten, wenn sie das erst im All festgestellt hätten, hätten sie vielleicht die Möglichkeit gehabt, es zu reparieren. Denn das wird ja bei dieser Mission geprobt. Das ist ja ein Testflug, muss man dazu sagen. Wenn der deutsche Thomas Reiter im Herbst damit fliegt, ist es kein Testflug, sondern eine richtig offizielle Raumfahrtmission. Jetzt will man erst mal gucken, fliegt diese alte Tante, die 21 Jahre auf dem Buckel hat, fliegt die überhaupt noch? Mhm. Und fliegt sie richtig? Ja, wollen wir es hoffen doch. Heute Abend hoffen. 21.50 Uhr. Genau, 15 sind wir dabei. Ja, und 50 ist der Start. Ja. Nur mal ganz kurz der Vorgeschmack. Was passiert um 21.50 Uhr? Ist dann dieses 10, 9, 8, 7, 6 ja, Countdown gut, dann, schon? Oder? Nein, der Countdown, der beginnt ja ganz kurz davor. Der Countdown, der eigentliche läuft seit Sonntag. Aber der eigentliche Start, die eigentliche Startvorbereitung, die werden jetzt laufen. Hier sieht man ja nochmal ein verglühtes Hitzeschild von der Columbia-Fähre damals, das geborgen wurde. Die Trümmer wurden dann analysiert, um festzustellen, okay, daran hat es gelegen. Und man wird auch zu Ehren der verglühten Mannschaft, wird man Gegenstände, die damals geborgen wurden von den Leichnamen, wird man mit ins All nehmen. Zum Beispiel einen Ring, auf dem der Name Hoffnung steht. Also auch das ein Flug mit großer Symbolik. Also ein Start, der mit Spannung nicht nur in den USA erwartet wird, sondern weltweit und natürlich auch bei uns. Denn Deutschland ist beteiligt. Ja. Sozusagen wenigstens im Vorausblick, wenn man das so sagen kann. Mick hat das vorhin schon. Ich nehme das mal auf, was du mir vorhin gesagt hast. Das deutsche Houston rufen wir jetzt. Richtig, oder? Ja, gut. Kann wunderbar. Man schon so sagen. Houston. Mick, erstmal vielen Dank. Wir schalten jetzt nach Houston in Deutschland. Das ist Oberpfaffenhofen. Thomas Leonardi ist quasi, genau, Oberpfaffenhofen. Und vielleicht kannst du noch mal erklären, Thomas, warum ist dieser Tag heute auch so wichtig für Deutschland? Ja, auch die Wissenschaftler und Ingenieure hier in Oberpfaffenhofen im Raumfahrtkontrollzentrum werden sehr genau beobachten, was da heute Abend passiert, sich den Countdown anschauen. Und ich habe bei mir den Leiter des Raumfahrtkontrollzentrums Oberpfaffenhofen. Und ich möchte Sie fragen, Professor Wittmann, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind auch schon etwas nervös. Warum denn? Also eine Raumfahrtmission ist für mich immer faszinierend. Eine bemannte Raumfahrtmission ohnehin. Hier haben wir aber ganz besonderen Grund, genau hinzuschauen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist verantwortlich für den Betrieb des Moduls Columbus der Internationalen Raumstation. Das soll 2007 starten und wird von einem Shuttle zur Raumstation gebracht werden müssen. Und wir haben hier sehr viel Arbeit, sehr viel Geld auch investiert. Unsere Wissenschaftler warten darauf, dieses Labor benutzen zu können. Und wir möchten es gern im Orbit haben und dann von hier aus diesem Kontrollzentrum steuern und gute Experimente machen. Dann haben wir einen weiteren Grund. Wir sind auch verantwortlich für die bemannten Missionen vorher zur Internationalen Raumstation. Und wenn dieser Flug klappt, dann wird im nächsten Flug der deutsche Astronaut Thomas Reiter zur Internationalen Raumstation fliegen und dort 6 Monate bleiben. Und sagen Sie, was wird dann hier in Oberpfaffenhofen gesteuert, wenn Thomas Reiter denn tatsächlich mit der Atlantis im September fliegen wird? Also erst noch mal kurz zu Thomas Reiter. Das ist einer der erfahrensten Astronauten, den wir haben. Der ist 1995 an Bord der Mir-Station für 6 Monate gewesen, hat da zahlreiche Experimente gemacht, hat 2 Weltraumausflüge gemacht. Und
damit also wirklich auch die Anerkennung der Russen sich erworben. Wir übernehmen hier dann die Verantwortung für das wissenschaftliche Programm dieser Mission. Wir werden ihm also die Experimente vorbereiten, ihm sagen, welche Experimente jeweils durchzuführen sind. Auch hier sind Experimente betroffen, die möglicherweise aus dem Weltraum bedient werden müssen. Und wir werden ihn unterstützen, wenn es darum geht, die technischen Arbeiten an Bord der Raumstation zu machen. Die bleiben aber hier in der Verantwortung der Raumstationspartner, insbesondere in Russland. Also es gibt wirklich genug Gründe, warum man hier in Oberpfaffenhofen auch sehr gespannt ist und hofft, dass in den USA heute Abend beim Start der Discovery alles gut gehen wird. Dankeschön, Thomas Leonardi nach Houston. Houston in Deutschland, Oberpfaffenhofen. Wir nennen es einfach um. Das ist das amerikanische Space Shuttle Atlantis, das derzeit fortschrittlichste im Einsatz befindliche Raumschiff und das Ergebnis von 5 Jahrzehnten Entwicklung. Es besteht aus 2,5 Millionen Teilen. Der Raketenantrieb verbraucht 10 Tonnen Treibstoff pro Sekunde und es kann einen Londoner Doppeldeckerbus in seiner Ladebucht transportieren. Es ist ein Raumschiff nach heutigem Stand der Technik. Das Shuttle besteht aus dem Orbiter, der die Astronauten befördert, einem riesigen, in der Mitte befindlichen Treibstofftank und 2 Raketenantrieben. Das Problem, von der Erde aus in den Weltraum zu gelangen, besteht in der starken Erdanziehungskraft. Das heißt, es ist sehr schwer, ins All zu kommen. Um das zu schaffen, muss man sich wirklich sehr schnell vorwärts bewegen. Und das geht nur mit einer Rakete. Es gibt Weltraumraketen mit flüssigem und festem Treibstoff. Das Shuttle nutzt als einziges bemanntes Raumschiff beide Antriebsarten gleichzeitig. Eine brillante, aber wie sich herausstellen sollte, tödliche Neuheit. Die Geschichte der Raumfahrt begann allerdings schon 300 Jahre vor Christus. Es waren Chinesen, die die ersten Raketen erfanden. Als Antrieb diente damals Schießpulver und diese Raketen dienten rund 2000 Jahre lang als Kriegswaffen. Jahrhundertelang träumte der Mensch davon, zu den Sternen zu gelangen. Doch erst der russische Mathematiker Konstantin Tsiolkovsky schlug Raketen als mögliches Vehikel vor. Tsiolkovsky entwickelte eine Formel, die genau angibt, was man für eine gute Rakete braucht. Da sie so einfach ist, sollte ich sie wohl besser aufschreiben. Das V benennt die Geschwindigkeit. Und rechts steht die Energie, die mit Schießpulver erzeugt werden kann. Tsiolkovsky war wohl klar, dass es keinem Menschen möglich wäre, eine Rakete zu bauen, die ihn in den Weltraum transportiert. Denn die Gleichung zeigte, dass eine Rakete zu schwer wäre, um überhaupt abzuheben, wenn sie groß genug wäre, um ausreichend Schießpulver zu transportieren. Tsiolkovsky wies darauf hin, dass eine mit flüssigem Treibstoff betriebene Rakete dieses Problem nicht haben würde. 30 Jahre später entwickelte das Team um Werner von Braun einen flüssigen Treibstoff. Sie betrachteten das als ersten Schritt auf dem Weg ins All. Aber selbstverständlich hatten andere Leute andere Pläne. Raketen mit flüssigem Treibstoff beförderten zunächst nicht Menschen ins All, sondern wurden genutzt, um Bomben über London abzuwerfen. Werner von Braun ist einer der großen Pioniere der Raumfahrt. Ende des Zweiten Weltkrieges ergaben sich er und ungefähr 150 seiner wichtigsten Mitarbeiter den Amerikanern. 1945 wurden sie in die USA gebracht, um für die US-Armee Raketen zu bauen. Dann erschütterten die russischen Erfolge von Sputnik und Gagarin Washington. Verzweifelt versuchten die USA, auch ein amerikanisches Raumschiff ins All zu befördern. Und von Braun, der jetzt für die NASA arbeitete, war dazu auserkoren, eine Rakete dafür zu entwerfen. Seit Tsiolkovsky war fester Treibstoff sehr viel weiterentwickelt worden. Die neue Generation von Feststoffraketen, die mit Aluminiumpulver angetrieben wurden, waren stark genug, um ins All zu gelangen. Aber von Braun war ihrer überdrüssig und das aus gutem Grund.
Das große Problem mit festen Treibstoffen war, dass sie einmal entzündet, weiter brannten, bis der Treibstoff verbraucht war. Und dieser Prozess war unkontrollierbar. Das wusste jeder. Werner von Braun war fest entschlossen, sie nicht zu verwenden. Von Braun argumentierte, dass Raketen, die mit flüssigem Treibstoff angetrieben werden, die bessere Wahl wären, weil man die Treibstoffzufuhr zu den Düsen besser kontrollieren kann. Fürs Erste konnte er sich durchsetzen. Die US-Astronauten der ersten Stunde wurden alle mit Hilfe von Flüssigtreibstoff ins All gebracht. Doch in den späten 60er Jahren wurde klar, dass diese Alternative durchaus auch Nachteile hatte. Man braucht Turbopumpen, die Tausende von Tonnen Treibstoff in jeder Sekunde durchpumpen. Das muss unter extremen Belastungen einige Minuten lang funktionieren. Danach schmeißt man sie einfach weg. Und das zu einem Preis von 185 Millionen Dollar pro Rakete. Das waren wirklich teure Flüge. Und deshalb entwarf die NASA 1969 ein völlig neues, betankbares Raumfahrzeug. Man nannte es Space Shuttle und man konnte es huckepack auf einer Rakete bis zu 100 Mal ins Weltall starten lassen. Und auch beim Start gab es eine Neuheit. Man kombinierte ein Hochleistungsflüssigtriebwerk mit zwei billigeren Feststoffraketen. Werner von Braun hatte noch angeordnet, niemals einen Menschen mit einer Feststoffrakete ins All zu befördern. Doch dieses Gesetz wurde nun gebrochen. Im Prinzip sitzt ein Mensch auf einer Feststoffrakete irgendwie auf einem riesigen Feuerwerkskörper. Und sowas sollte man eigentlich doch lieber nicht tun. Das erste Shuttle startete 1981 und fünf Jahre lang ging alles gut. Dann, beim 25. Flug, gab es bei einer der Feststoffraketen eine Fehlfunktion. Man kann bei einer Feststoffrakete nicht einfach den Treibstoff abstellen. Und so waren die totale Zerstörung der Challenger und der Tod ihrer Mannschaft unvermeidlich. Seit diesem tragischen Tag wurde der Antrieb des Shuttle immer weiter verbessert. Doch die potenziell tödliche Antriebskombination blieb weiterhin im Einsatz. Es war zwar eine nicht mal im Ansatz perfekte Lösung, doch um in den Weltraum zu gelangen, gibt es derzeit nur Raketen. Yeah, the launch is going to be at 3:51 or should be at that time Eastern time. There are some clouds now. We are going to see more clouds later on, but we are pretty sure that we have less chance of thunderstorms than we had yesterday. We were talking about 40%, now we're talking about 30%. So the weather should not be a problem. Should not be a problem. This is Shuttle Launch Control at T-minus 3 hours and holding. Offshore, we've seen the Coast Guard cutters immediately off the pad patrolling the Atlantic Ocean, which is restricted for the launch today. And we're now entering the crew dining room for our STS-114 crew. From left to right, we see mission specialist Wendy Lawrence, pilot Jim Kelly, Suichi Noguchi, Eileen Collins is at the center. Close-ups here of Wendy Lawrence and Jim Kelly. Here's Suichi. Eileen Collins, our commander. To her right is Andy Thomas. Dr. Steve Robinson and Charlie Camarda. And obviously the team is in a very upbeat mood as they prepare to go suit up and head out for the launch pad today. Their next activity is to get a weather briefing for the local area and for the overseas landing sites, and then to begin their suit up activities. They'll be leaving for the launch pad at 12 noon. At T-minus 3 hours and holding, this is Shuttle Launch Control. Return to space. After the Space Shuttle Columbia disaster more than 2 years ago and countless modifications and policy changes at NASA,
The Space Shuttle Discovery is ready for launch in just a few hours. Our Sean Calebs joins us now live from the Kennedy Space Station in Florida. A few clouds behind you. Sean, is the weather go? Well, the weather is going to be the concern. Right now, they say there's a 60% chance conditions are going to be perfect. However, there is that other side, the 40% that could keep Discovery on the launch pad today. The astronauts will be getting their final weather briefing in just about 15 minutes. They are suited up. About 45 minutes, they will begin entering the orbiter. And this is after an 11th-hour snafu that NASA had to deal with yesterday. One of the coverings on a window of the shuttle fell off. It wasn't touched, it just fell off, and it was about 2 pounds or so, and came down and struck a couple of these heat-resistant tiles, the black tiles you see on the tail end of the shuttle. Now they had to go in and replace those tiles, but right now they say everything went great and all systems are go. Crunch time for the crew of Discovery. After waiting for a shuttle flight for 2.5 years, launch day is finally here. When it comes close to launch, the whole team gets focused, and the whole team is focused. Anxious NASA managers are spending the last several hours leading up to the launch looking at the sky. With only a brief 10-minute launch window, bad weather could keep Discovery on the pad. Looking very closely at imaging, making sure that the vehicle can be seen by the ground cameras. And so the mission management team will be paying close attention to the cloud cover in the area. Not just rain, wind, and lightning, okay. Even cloud cover could be enough to scrap the launch. That's because NASA has more than 100 cameras poised to photograph the liftoff. The space agency needs near-perfect weather to capture all the necessary images and make sure debris doesn't harm the orbiter and flight STS-114. We're not going to stop working after STS-114 flies. We've got, you know, maybe another 28 flights left, so we need to keep working on this. Are we ready to fly STS-114? Yes, I believe we are. Indeed, that was Commander Eileen Collins, ready to go, raring to go, as NASA said yesterday. Of course, there is the pressure to return to space, to get back up and continue work on the International Space Station. But Commander Collins says they will not be rushed into doing anything that she calls, quote, foolhardy, that safety remains the priority here. Michael? Sean, as you say, less than an hour, they're going to be walking out there to the space shuttle. What do they do between then and takeoff? You know, there's so many checks and systems to go through. They're actually quite busy. And it's interesting you say that, because a few years ago I had a chance to interview one of the pilots, and I asked him what it's like when they see the sky change from blue to black, and he'd been up twice. And he said, you know, I never had time to notice. I have to go through this entire book of checklist, and it only takes 8 minutes to get to orbit. But during those hours they sit there, it may seem very difficult for us, but they're constantly going through various checks and questioning from NASA. I'm sure the time moves quickly, but I'm sure they can't wait to get that boot. And one final note, I got to tell you, there's a certain international flair to this. Of course, Japanese astronaut, and also one, Michael, from Australia. Indeed, from Adelaide, South Australia. Thanks so much, Sean. We'll be checking in with you. And we will, of course, be airing the Discovery launch live later Wednesday, weather permitting. That is scheduled for 19:51 hours GMT, corresponding there to the times on your screen. Die Dampfwolken mit den Raketenabgasen breiten sich über 3 Kilometer weit in beide Richtungen aus. Beim Beschleunigen in der dichten Luft wird die leichte Aluminiumhülle der Raumfähre derartig starken Belastungen ausgesetzt, dass die Triebwerke nach einer Weile so lange gedrosselt werden müssen, bis die dünnere Luft der oberen Atmosphäre erreicht ist. Wenn der Luftwiderstand nachlässt, wird das Tempo wieder beschleunigt. Auf 24.000 Stundenkilometer. Nach dem Abstoßen der Feststoffraketen, der sogenannten Boosters, die den entscheidenden Schub geliefert haben, sind noch 80 Kilometer bis zur Umlaufbahn zurückzulegen. Dazu sind die 3 Flüssigkeitstriebwerke der Fähre allein imstande. Wenn auch der Außentank für diese Triebwerke abgeworfen wird, ist die gefährlichste Phase abgeschlossen. Die Anspannung lässt nach und die Männer genießen eine fantastische Aussicht.
Das Plasma hüllt den Raumtransporter ein wie ein Feuerball, der so heiß ist wie die Oberfläche der Sonne. Damit die Fähre nicht verglüht, muss der Pilot das Tempo weiter drosseln. Das tut er, indem er den Luftwiderstand der oberen Atmosphäre nutzt, um eine Reihe großschleifiger S-Kurven zu fliegen. 20 Minuten vor der Landung erreicht die Reibung ihren Höhepunkt und der Hitzeschild muss stellenweise Temperaturen von 1650 Grad Celsius widerstehen. Wenn der Raumgleiter schließlich die Feuerprobe bestanden hat und dem Plasma entronnen ist, muss er noch 800 Kilometer bis zur Landebahn zurücklegen. Er ist noch immer so schnell, dass er dafür nicht einmal 10 Minuten benötigt. Sobald der Bordcomputer festgestellt hat, dass der Luftwiderstand groß genug ist, schaltet er die Steuerraketen ab und verlässt sich zum Manövrieren nur noch auf die Tragflächen. So wird der Orbiter wieder zum Flugzeug. 45.000 feet. Range 23 miles. Ohne Eigenantrieb gleitet die Maschine mit 4.800 Stundenkilometern auf ihr Ziel zu. Rund viermal so schnell wie der Schall. Wenn sich das Tempo so weit verringert hat, dass Nase und Tragflächen die Schallmauer durchbrechen, ertönt ein doppelter Knall. Central Florida got a wake-up call. Approaching land. Beim Landeanflug ist der Raumtransporter 20 Mal schneller als ein normales Flugzeug. Erst eine Minute vor der Landung übernimmt der Pilot die Steuerung vom Computer. Für diesen einen Augenblick hat er mehrere hundert Stunden geübt. Beim Aufsetzen hat die Maschine immer noch ein Tempo von über 300 Stundenkilometern. Wieder einmal ist eine Mission erfolgreich abgeschlossen worden. In der bemannten Raumfahrt ist das Shuttle-Programm das dauerhafteste und erfolgreichste NASA-Projekt. Die Piloten beim Jungfernflug waren Commander John Young, der erfahrenste der NASA-Astronauten, und der Neuling Bob Crippen. Am 6. Juni 1982 stiegen sie an Bord und Amerika hielt den Atem an. Zum ersten Mal wurde ein neues Raumfahrzeug in Betrieb genommen, ohne dass zuvor unbemannte Testflüge stattgefunden hatten. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine start. Ein weiterer Start steht bevor, diesmal mit der Endeavour. Fünf Kilometer von der Startrampe entfernt bereiten sich über 300 Techniker und andere Spezialisten im unterirdischen Kontrollbunker auf den kritischsten Augenblick der gesamten Mission vor. Die Raumfähre ist randvoll mit hochexplosivem Flüssigsauerstoff und Wasserstoff, eine äußerst heikle Situation. Hunderte von Einzeloperationen können schiefgehen und müssen überprüft werden. Wir müssen ständig über alle Bordsysteme auf dem Laufenden sein. 20 Sekunden vor dem Start wird die Operation zu kompliziert für menschliche Gehirne. Jetzt übernehmen die Computer das Kommando. T-minus 15 seconds, 12, 11, 10, 9, 8. We have a go for engine start. 3, 2, Wenn die Haupttriebwerke gezündet werden, fällen die Bordcomputer in jeder Sekunde über 4 Millionen Entscheidungen. Das Leben der Besatzung hängt davon ab, dass diese Entscheidungen korrekt sind.
ignition and liftoff of Endeavour in pursuit of a Japanese satellite. Wenn der Raumtransporter abhebt, fliegt er an der äußersten Grenze der Manövrierbarkeit. Ohne seine Computer würde er nach wenigen Sekunden außer Kontrolle geraten und abstürzen. This is Shuttle Launch Control at T-minus 3 hours and holding. In just a moment we'll be going into the suit-up room to see our astronauts being suited up for launch today. I'll be joined a little bit later on by our pilot and commander. This is Charlie Camarda. Going across here to Suichi Noguchi. To mission specialist Wendy Lawrence. And coming down to mission specialist Andy Thomas. Eileen Collins and Jim Kelly and Steve Robinson are all getting a weather briefing right now. And they'll be joining the others here in the suit-up room very shortly. This is from the suit-up room where we see our Commander Eileen Collins undergoing suit-up preparations now that she's completed the weather briefing for the shuttle landing facility and the overseas landing sites. This is our pilot, Jim Kelly, who of course will be in the right seat. Over on the other side of the room is mission specialist Steve Robinson. He's also our flight engineer, and he'll be sitting in the aft center seat during launch and landing. Crew will tell you these are not the most comfortable suits to wear, but they definitely are functional if there should be some kind of a contingency, but they look forward to doffing them once they get on orbit. Andy Thomas. And this is live once again at pad 39B. Everything is proceeding on schedule. There is nothing significant at the moment, and we're in the countdown. Most of our engineering channels are relatively quiet, so we're still very optimistic that weather permitting, we'll have a launch at 3:51 this afternoon.
At T-minus 3 hours and holding, this is Shuttle Launch Control. Bald sein, dann soll das Space Shuttle Discovery erneut ins All starten. Nach einer recht langen Pause im Februar 2003 gab es ja die große Columbia-Katastrophe, als das Shuttle beim Anflug oder bei der Rückkehr zur Erde verloren ging beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Und nachdem die NASA natürlich das Unglück sehr ausführlich und eingängig untersucht hat und versucht hat, die Panne zu erklären und entsprechende Schwächen abzustellen, soll es also heute Abend wieder losgehen. Und wir sind gespannt und hoffen natürlich, dass es heute Abend gut geht, dass heute Abend der Start erfolgt. Denn es gibt nach wie vor viele Sachen, die dagegen sprechen, dass das Shuttle heute Abend startet. Vor allen Dingen Umwelteinflüsse. Und was da genau los ist, das können wir uns mal anschauen unter dem Artikel heute Abend das Space Shuttle startet. Hoffentlich findet ihr mehr Informationen dazu. Zum einen ist es so, dass es vor 24 Stunden einen kleinen Zwischenfall gab. Und zwar ist eine kleine Plastikabdeckung von einem Cockpitfenster herabgefallen. Das Space Shuttle steht ja schon auf der Abschussrampe in Cape Canaveral, hat diese Plastikabdeckung hat dann auch eine Hitzekachel beschädigt, die allerdings inzwischen ausgetauscht wurde. Insofern geben die NASA-Wissenschaftler grünes Licht. Dadurch ist auf jeden Fall kein Schaden entstanden. Die Discovery hat ein Startfenster, das heißt also eine Zeitkarenz, in der sie starten kann, von 5 Minuten ab 21.51 Uhr. Danach müsste der Start auf einen anderen Zeitpunkt verschoben werden. Und was nicht zu vergessen ist, in Cape Canaveral ist das Wetter im Moment nicht unbedingt so, dass man hundertprozentig davon ausgehen kann, dass der Start wirklich erfolgen kann, weil eben starke Winde in der Region sind. Und ob das Ganze wirklich so stattfinden kann, wie die NASA im Moment plant, werden wir erst heute Abend sehen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Start wegen Sturms oder wegen schlechtem Wetter verschoben wird, liegt derzeit bei 40%. Wir schauen mal in den Artikel rein, denn da gibt es auch einen Related Link zur NASA-Website. Die NASA-Website heißt Return to Flight und beschreibt den Weg der NASA zurück zum bemannten Raumfahrt. Und da gibt es auch einen Related Link, der euch live von Cape Canaveral einen Eindruck von der Raumfähre gibt. Hier seht ihr also die Discovery auf der Abschussrampe stehen. Die Perspektiven wechseln da. Deswegen hat man jetzt gerade vermutlich den Eindruck, dass es ein Standbild ist, obwohl ihr hier oben auch sehen könnt, dass es dort blinkt. Insofern seht ihr, dass es tatsächlich ein Live-Bild ist. 4 Stunden, 5 Minuten und 19 Sekunden dauert es noch bis zum Start. Und dann werdet ihr hier über diesen Related Link natürlich auch den Start live mitverfolgen können. Ich höre gerade, wir haben sogar Ton. Ja, ab und zu spricht ein NASA-Verantwortlicher dort auch über dieses NASA-TV, das kostenlos abrufbar ist. Da könnt ihr das Ganze natürlich auch live verfolgen, heute Abend oder bis heute Abend sogar. Und da wird immer der aktuelle Stand durchgesagt, was denn den Start der Discovery betrifft. So, jetzt schaue ich natürlich auch mal in den Comments-Bereich, was ihr denn dazu sagt. Und hier ist zum Beispiel Davidchen, der sagt, hallo, es ist wirklich spannend und ich denke und hoffe, dass es jetzt endlich klappen wird. Heute wird schon den ganzen Tag im Radio und in den Nachrichten darüber berichtet. Es muss einfach klappen. Das wäre auf jeden Fall ein Riesensprung für die Wissenschaft. Ja, ein Riesensprung zurück zur bemannten Raumfahrt für die Amerikaner, immerhin. Und Alien Benny schreibt, ja, den Comment habe ich mir schon ein paar Mal durchgelesen und den lese ich euch jetzt mal wörtlich vor. Meine Prognoske für den Start. Es wird alles funktionieren, da die Techniker, Wissenschaftler und Ingenieur mit Hochdruck an der Problembeseitigung beschäftigt waren. Der Hitzeschild wurde verbessert und die Außenhülle wurde mit 1000 von Sensoren versehen. Falls es wieder zu Wärmefluktuationen kommen sollte, die zur einen Katastrophe führen könnten. Davon ist auszugehen, dass es zu keine Katastrophe kommt. Eventuelle Pannen sind aber nicht auszuschließen. Das wollen wir hoffen, ja, dass es zu keiner Panne kommt. Und für euch alle Informationen hier in jedem Fall unter dem Artikel. Heute Abend das Space Shuttle startet hoffentlich. Und
Kleiner Tipp von mir, ab 20 Uhr gibt es ja GigaReal aus Berlin. Da gibt es auch nochmal alle aktuellen Informationen zum Start der Discovery heute Abend, also mit Christoph und Alex live aus Berlin. Das ab 20 Uhr und jetzt schon mal alle Informationen für euch bei Live. This is Shuttle Launch Control, where our STS-114 flight crew is now leaving the suit-up room at the astronaut quarters, headed for the elevator for the trip down to first floor and the astronaut transfer van. And waiting at the bottom of the elevator will be numerous KSC employees that have lined up to wish them well, as well as news media photographers that will be documenting this. Right out to the launch pad will take approximately 20 minutes, maybe a little bit more. Here they come. Femi, the chances of a lift-off looking less and less likely, not more and more likely. Yeah. You agree? Michael, well, it's been 2 years since the shuttle disaster 2003, and they are going to be so very careful. In fact, the next two launches are going to be done during daytime, perfect daylight, perfect weather conditions. They are going to be taking no risk whatsoever. It's not down to me whether it gets off the ground, really. It's really down to the meteorologists down at Cape Canaveral, the Kennedy Space Center, and also Mission Control down at NASA as well. This is the sort of information they're working with. We have Cape Canaveral here. You can see on the radar some little spits and spots of rain around. Not huge amounts of rain. This is huge amounts of rain. This is what's left over from our former Hurricane Dennis. It's almost still got that little bit of a swirl going on. And this is flooding amounts of rainfall. So we're not seeing that. You can compare that to this, spits and spots of rain. But it does mean that there may be some heavier cloud cover, also possibly seeing some lightning as well. If I stand back here, you can see where the lightning strikes have happened in the last 3 hours. One or two around Florida, a couple towards the north, a couple down towards the south, nothing happening around Cape Canaveral. So basically, the meteorologists down in Florida will be putting together all of that information and deciding whether they have a window of safety to be able to get that shuttle off the ground. I will be keeping you up to date with the weather and showing you the weather forecast for the next couple of hours. It's not very taxing for me, is it, giving you weather for 2 hours' time? But it gives you an idea of the sort of really tough decisions those
these meteorologists are going to have to make. In the long term, though, we will see more rain returning to the southeast, up through the eastern seaboard as well. This is what's left over from Dennis, bringing possibly some flooding rains all the way through that central part of the US, heading up through towards the Great Lakes. And that's where I will leave you, around the Great Lakes, with some rain in summertime, and tell you that Your World Today will be back after this next break. Und da fragen wir gleich mal nach in Washington bei Carsten Hädler. Carsten, spiel doch mal Wetterfee für uns. Wie sieht's denn aus mit den Startbedingungen wetterseits in Florida? Thomas, sie werden offenbar immer schlechter, denn der NASA-Wettermanager hat eben bekannt gegeben, dass die Chance, dass die Discovery heute in den Himmel steigen wird und dann weiter ins All fliegt, jetzt nur noch bei 40% liegen. Am Morgen waren die Chancen noch bei 60%, aber es braut sich einiges zusammen. Wenn wir ja kurz mal in den Himmel von Washington gucken, dann kann man sehen, auch hier ist das Wetter sehr schlecht und diese Sturmfront, die zieht sich fast die gesamte Ostküste der Vereinigten Staaten runter. Aber nichtsdestotrotz, in Florida hat der Countdown, das Runterzählen, bereits begonnen. Es sind noch 2 Stunden und etwa 50 Minuten jetzt, die wir warten müssen, bis die Entscheidung fällt. Also drücken wir mal die Daumen, dass die Discovery trotz des Wetters in die Lüfte steigen wird. Machen wir natürlich. Vor 2,5 Jahren gab es die Columbia-Katastrophe. Wie wichtig ist der Neustart ins All für die USA? Er ist wirklich sehr, sehr wichtig für die Vereinigten Staaten. Das wird hier immer wieder betont. Ich habe mit einem NASA-Manager gesprochen und er sagte, es geht wirklich um die Wurst. Es geht um die Zukunft der bemannten Raumfahrt und deshalb darf nichts schieflaufen. Diese Mission muss erfolgreich werden. Und die Kommandantin der Discovery, Eileen Collins, sie hat noch einmal betont, dass die Crew keine Angst hat, aber ein doch schon wenig mulmiges Gefühl, denn man weiß, wie groß der Druck auch auf den Astronauten ist, aber man stellt sich dieser Herausforderung. Und man weiß, was das bedeutet für die Vereinigten Staaten, dieser Flug. Und es geht ja vor allen Dingen auch um die Zukunft der internationalen Raumstation ISS. Dort muss weiter gebaut werden. Man ist schon weiter im Zeitverzug. Also es geht wirklich um die Wurst. Das wird eine ganz, ganz wichtige Mission. Und deshalb richteten sich natürlich alle Augen der Welt im Moment jetzt auf das Kennedy Space Center in Florida. Die Discovery wenige Stunden vor dem großen Moment. Gepriesen als sicherstes Space Shuttle aller Zeiten, umso blamabler die Panne kurz vor dem Start. Die Plastikabdeckung eines Fensters löste sich, beschädigte ein Hitzeschild. Laut NASA kein Grund zur Sorge. Alles, was wir hier tun, ist riskant. Und wenn man am Shuttle arbeitet, kann so etwas passieren. Dafür schämen wir uns nicht. Wir können stolz sein, den Fehler bemerkt und umgehend behoben zu haben. Dennoch eine makabre Parallele zum Columbia-Desaster 2003. Das Shuttle hatte beim Start ein Hitzeschild verloren und war deshalb beim Wiedereintritt in die Atmosphäre auseinandergebrochen. Die gesamte Besatzung kam damals ums Leben. Hoffnungsträger nun die Discovery-Crew um Astronautin Eileen Collins. Der Druck ist immens, von dem Erfolg der Mission hängt für die NASA viel ab. Ein großer Moment, den tausende Menschen live erleben wollen. Das ist es, was die Menschen glücklich macht. Amerika braucht diese Mission und den Erfolg, um die Rückschläge der Vergangenheit zu vergessen. Läuft alles glatt, wird die Discovery Ersatzteile zur Raumstation ISS bringen und Tests für mögliche bemannte Flüge zum Mars und Mond durchführen. Bei einem zweiten Flug im September wäre dann der deutsche Astronaut Thomas Reiter mit an Bord, als erster Europäer bei einer Langzeitmission. Den Discovery-Start heute können Millionen weltweit sogar live erleben. Von deutschem Boden aus ist das Shuttle bei gutem Wetter um 22.10 Uhr am Himmel zu sehen. Bei mir ist Ludwig Baumgarten, er ist Mitglied des Vorstandes der deutschen Luft- und Raumfahrt und sozusagen der wichtigste Mann in der deutschen Raumfahrt. Und an ihm mal die Frage, wir haben es immer gehört, dieser Shuttle oder diese Shuttle-Flüge sind sehr wichtig auch für die europäische Raumfahrt, damit die Raumstation auch betrieben werden kann. Man ist also abhängig von den Trägerraketen der Amerikaner oder auch der Russen. Warum bauen die Europäer eigentlich nicht ihr eigenes Trägersystem? Das wäre möglich, dass die Europäer, das ist auch eine faszinierende Idee. Allerdings sehe ich da im Augenblick mindestens 2 Hürden. Die eine Hürde ist das liebe Geld. Wenn Sie sich mal die Größenordnungen anschauen, die internationale Raumstation kostet etwa 100 Milliarden US-Dollar. Die ESA, die Europäische Weltraumagentur, hat derzeit etwa 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Sie sehen schon am Größenverhältnis, wie schwierig es wäre, eine internationale Raumstation da zu bewerkstelligen. Der zweite Grund ist der, wenn ich das noch hinzufügen darf, wir verfügen derzeit in Europa über keine Technologie, Menschen eigenständig in den Weltraum zu bringen. Hier müsste viel nachgearbeitet werden zu großen Kosten. Sie haben die Kosten erwähnt, Sie haben das Geld erwähnt, aber was bringt eigentlich das Engagement in der Raumfahrt für ein Land wie Deutschland? Welchen Sinn macht das?
Sie müssen unterscheiden zwischen der bemannten Raumfahrt und der unbemannten Raumfahrt. Bei der unbemannten Raumfahrt, ich glaube, die ist mittlerweile völlig außer der Diskussion. Wir könnten das heutige Leben mit Fernsehen, mit Meteosatelliten, mit GPS überhaupt nicht mehr vorstellen. Wir würden auch leben, aber wäre ganz sicher ein anderes Leben und dies ist schon selbstverständlich geworden. Der zweite Bereich ist die bemannte Raumfahrt. Hier gilt es wie überall in der Wissenschaft. Experimente ohne Menschen sind nur halbe Experimente und dies ist auch in der Raumfahrt, in der Grundlagenforschung sehr wichtig. Vielen Dank, Herr Baumgarten. Und ich weiß genau, Sie werden sicher wie alle hier in Köln-Porz und wie wir alle ganz fiebernd nach Florida gucken und hoffen, dass um 21.51 Uhr unserer Zeit der Start des Shuttles gut über die Bühne geht. Vielen Dank, Carsten Lüb. Und wir bleiben noch kurz beim Thema. Wir von NTV haben nämlich gleich im Anschluss an diese Sendung um 18.30 Uhr ein NTV-Spezial für Sie ins Programm genommen. Neustart ins All. Und um 21.30 Uhr dann Countdown und Start des Shuttle live hier bei NTV. Let's cross live now to Cape Canaveral and join our correspondent James Kumarasamy at 2 hours, 33 minutes and 21 seconds to go. That's right, David, and about half an hour or so, the heavens opened, as you might be able to see. Actually, it's a blue sky behind me, but actually it's pouring down with rain here. So obviously lots of fingers crossed. I'm joined by someone who's a bit of a veteran of these things, Roger Crouch, a NASA astronaut, veteran of two space shuttle journeys. Jamie, how are you Welcome today? To the program. Now, Great. We're looking around, it's raining. What are the chances of the shuttle lifting off today? Well, I think the weatherman's saying something like 60% chance that we're still going to be go. I'm a lot more optimistic than that. Here in Florida, a lot of times we have these sort of thunderstorms in the afternoon. They usually last for an hour, maybe 2 hours at most. We're about almost 4 hours still from launch. So I think we're in great shape here. I think we're going to get off and go. Very optimistic. Tell us what's going through the crew's mind at this point, just a couple of hours before liftoff. We just saw them drive by in the van going out to the launch pad. For the next hour and a half or so, they'll be strapping into their seats inside the shuttle. About 2 hours before launch, they'll close the hatch and then they'll be in there for about 2 hours while we finish the countdown for the launch. We only have a 5-minute window today, so if we don't get off during that 5 minutes, we'll not go today. But they're basically saying, boy, I hope it goes away. I think they're kind of like I am. They think it's going to quit and we're going to have a great day. Now, obviously, this is happening in the context of the Columbia disaster 2.5 years ago. Is this like a normal launch for them? Can they block out the history, what's gone before? Well, I don't think they'll block out what happened before. I think what they have a very, Columbia is very much on their mind, but it's not on their mind in a negative sense. It's on their mind in a sense that what NASA's program is right now is to realize the vision for space exploration. We have to get the shuttle to flying again in order to do that, to complete the International Space Station. We're going to return to the moon. We're going to remain on the moon when we're going on to Mars over the course of the next 2 or 3 decades. These guys are committed and their friends who were on the Columbia were committed to making that vision become reality. Okay, Roger Crouch, NASA astronaut, two-time veteran of the space shuttle journey. Thanks very much for joining us. It's still raining here, but sounding optimistic here, at least from one former shuttle astronaut. Back to you in the studio. Joining us now here in firing room 3 at our public affairs console is the STS-114 payload manager, Scott Higginbotham. Scott has been leading the payload test team since processing began for this mission. Scott, how long has that been? How long have we had our payloads in process to get ready for launch today? Well, we've been preparing this mission's payload complement since August of 2002. At the time, the mission was called ULF-1. Utilization Logistics Flight 1, and we were literally days away from going to the pad when the Columbia accident occurred. After the accident, we weren't quite sure what we were going to do next, so we ended up taking all the hardware apart and waiting for the decision to be made as to exactly what we needed to fly on this mission, which is the reincarnation of that ULF-1 flight. As it ends up, we flew nearly the same complement, few additions, few deletions, especially in the cargo world. But we began the process of putting everything back together in earnest last fall, and work was really hectic for us over the last 7 months or so. And here we are today, ready to fly. As this has gone along, how much involvement have the astronauts had in getting things ready to fly and working with the payload test team? Well, they've been down here to Florida a number of times to put their hands on the actual flight hardware. They've learned over the years that it's extremely important for them to have the opportunity to touch the real flight hardware
basically to ensure that their training equipment mimics the actual flight hardware. And of course on this mission, not only do they have a lot of cargo that they're going to be transferring from the MPLM and to the station, but they also have a number of tasks they'll be performing during their EVAs that involve the hardware that we're flying up in Discovery's payload bay. So it was very important that those EVA astronauts had the chance to actually manipulate the flight hardware here on the ground before they see it up in space. We have a tape now of the processing that's been going on with the S-14 flight hardware that's in the payload bay. So Scott, if you'll tell us what it is we're seeing as we go along here. Okay. This is a view of the control moment gyro during its standalone testing in the space station processing facility back in February of this year. This test was to ensure that the control moment gyro was working properly and in good order before we installed it onto its carrier for launch. And this is a view of the detailed test objective 848 sample box assembly. It's basically a big metal suitcase that contains the tile and reinforced carbon-carbon samples that the astronauts will practice repair techniques on during the first EVA of the mission. This is the flight support equipment, basically the cradle that the control moment gyro sits in for ascent. And in this view, we're lifting up the control moment gyro for its installation into that cradle. This took place in mid-March of this year. Once the CMG was installed into its support cradle, the entire assembly was lifted up and installed on the lightweight MPES carrier, which rides in the very back of Discovery's payload bay. This installation took place on the 14th of March of this year. On the 18th of March of this year, the flight crew came down to perform one of many fit checks and evaluations that they performed in their preparations for this mission. Here you can see the flight crew members checking out some of the interfaces and mechanisms that they'll work with during the spacewalks on this flight. And they come with practice tools so they can ensure that everything's going to fit the way it needs to fit once they get on orbit. And here's a view of that tile and RCC sample box being opened up, as it will be during the flight, so that the crew can access the samples that are inside. And here is Noguchi-san inspecting some of those samples. These samples have damage in them that the crew will then repair during their spacewalk using the new techniques that we've developed for this flight. Also during the visit, the flight crew came into the multipurpose logistics module, Raffaello, to view our preparations for it for this flight. And this is a view of the Human Research Facility 2 rack. This is a research rack that we'll be launching up on this mission and leaving behind on the U.S. laboratory of the station. And this is a view of a treadmill assembly that weighs several hundred pounds. It's the largest cargo item that we're carrying up in Raffaello to leave behind on the International Space Station. We closed the hatch for flight three times on this mission. The first time on the 12th of April, the second on the 16th of April, and the third and final on the 6th of June. Unfortunately, due to problems that were discovered after the hatch was closed the first two times, we had to open it back up again and perform some rework activities. This was the final closure for flight on the 6th of June. This is a view of the external stowage platform being installed into our payload transportation canister. This occurred back on the 8th of June of this year. The ESP2 was prepared down at the SpaceHab payload processing facility in Port Canaveral and arrived at KSC and was installed into the canister. This is a view of the lightweight MPES carrier containing the CMG and the DTO 848 hardware, and it was installed on the following day, the 9th of June. Our transportation canister is basically a way by which we can carry our payload elements from one facility to another in a controlled environment. Finally, Raffaello was installed into the canister on the 10th of June and placed down between the LMC and the ESP2.
the canister rotated to vertical at our canister rotation facility on the 11th of June. And here you can see it being hoisted up and set on its end. We have a specialized facility that we use to perform these rotations. And here's a view of the canister in its final vertical orientation on its transporter. The transporter departed for Pad B on the 13th of June. It takes about 4 hours for the slow journey from the KSC industrial area out to the pad. Once the payload canister arrives at the pad, it's hoisted up into place into the rotating service structure. The rotating service structure contains a room called the payload changeout room that has a large 60-foot tall gantry that can roll forward, pick up the payload elements that we're flying on this or any other given mission, and move them into the back of the room. Here's a view again of the canister being hoisted up into place into the rotating service structure. Once that transfer is complete, the canister is lowered back down and returned to the industrial area. On the 15th of June, the space shuttle vehicle was delivered to the pad. Once the vehicle arrives on the pad and is set down onto its launch mounts, the rotating service structure comes back around, sweeps around the orbiter, the doors are opened up, and this large gantry rolls forward, placing the payload elements into the payload bay. This took place on the 17th of June of this year. Once the payload elements were installed into Discovery, we made the appropriate mechanical and electrical connections between the payload elements and the orbiter, and then we performed a final round of interface verification testing to ensure that all of our electrical circuits were connected properly. And there's a view of one of the mechanical latches being closed. The flight crew came down for one last look of the payload elements on the 30th of June. There's Commander Collins. And they spent a few hours taking their final look at the flight configuration of all of the elements in the payload bay. This activity was then followed by our final cleaning and closeout inspections of the hardware. And subsequent to that, we then closed the payload bay doors for flight on the evening of the 30th. And this is a view of the final retraction of our access to the flight hardware. And there it is, all 28,000 pounds of International Space Station hardware ready to fly. And the doors close, and that's the current configuration that our hardware is in. It's buttoned up, closed out, and ready to fly. After the doors were closed, and leading up to today, all we've had to do is monitor the payload bay environment to ensure that our hardware is being kept clean and dry. Scott, let me follow up on that a little bit. After it's on orbit, how much does the payload test team follow what's going on up there based on all the work they've done on the ground? Are they involved at all, or are they just, is it an interest level thing? What does the team do? What do you do while the mission's going on? Well, let's see. We do several things. First of all, we do have representatives from our extended team that actually support the mission from Houston. In case there's an issue that might come up during the flight relative to the hardware that we prepared, those folks are there to serve as experts to call upon if any questions need to be answered. We also, through the course of the mission, monitor the transfer of cargo back and forth between the MPLM very closely to ensure that we have a full understanding of all the hardware that's coming home on the flight, because once the mission does come back, we have to destow that MPLM module. Also, we're preparing for the deintegration of any of the other hardware that may be coming home, and so we'll be spending the next couple of weeks during the mission preparing all of our planning and procedures for that activity once the hardware does come back to Florida. Well, Scott, thank you very much, and I'm sure we're looking forward to the activities that are going to happen as soon as they dock to the space station, and the crew, of course,
that's the focus of what they're there to do. Thanks again very much. We appreciate it. It's my pleasure to be here. We're really excited to be on the verge of continuing the assembly of the International Space Station. Von dort erreichen uns diese Bilder. Das Space Shuttle Discovery auf der Startrampe in Wartehaltung, wenn man das so sagen kann, auf den Start, der stattfinden soll in genau 3 Stunden und 23 Minuten, sollte alles nach Plan laufen. Es gibt einige Besorgnis oder zumindest Aufmerksamkeit, was das Wetter in den USA betrifft. Es geht um Regenwahrscheinlichkeit, um Windböen, um die Wolkendecke, wie sie aussieht. Da ist die letzte Entscheidung noch nicht gefallen. Es hatte ja, das haben wir auch berichtet in unserem laufenden Programm, ein paar kleinere Pannen gegeben im Zusammenhang mit dem Shuttle-Start. Die sind aber alle behoben und die NASA und auch wir gehen davon aus, dass das Shuttle dann pünktlich um 9:45 starten wird. So viel für den Moment. Es wird ernst für die 7 Astronauten der Discovery. Sie werden in einer langwierigen Prozedur mit ihren Raumanzügen eingekleidet. Um 9:45 unserer Zeit soll das Shuttle starten. Herzlich willkommen zu einem NTV-Spezial zur ersten Space Shuttle-Mission seit 2,5 Jahren. Gut 3 Stunden also noch, bis die Discovery mit 7 Astronauten und 15 Tonnen Material an Bord startet zu ihrem Flug zur Raumstation ISS. Das alles ist keine Routine für die NASA. Wohl alle denken in diesen Minuten an die Columbia-Katastrophe vom Jahr 2003. Scheitert die Mission, die heute um 21.51 Uhr beginnt, dann wäre das das Ende des Space Shuttle und ein Rückschlag für die Pläne von Präsident Bush, wieder Menschen auf den Mond und dann zum Mars zu schicken. Kurz vor dem Start gab es Probleme mit einer Plastikverkleidung und Hitzeschildern. Die scheinen behoben zu sein und so läuft der Countdown weiter. Die Nervosität ist ihnen kaum anzumerken. Die 7-köpfige Besatzung der Discovery beim letzten offiziellen Crewfoto. Um 21.51 Uhr sollen sie mit der Raumfähre planmäßig starten. Trotz der 2 Pannen kurz vor dem Start. Dabei war die Plastikverkleidung eines Cockpitfensters abgefallen und hatte wichtige Kacheln beschädigt. Sie sollen das Shuttle vor der enormen Hitze beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre schützen. Anschließend war noch ein Lüfter ausgefallen. Äußerst schadensanfällig das 46 Meter hohe Gefährt, doch die NASA erklärt, definitiv starten zu wollen, trotz der Pannen und der eher schlechten Wetteraussichten. Zum Start der Discovery ist Bewölkung und ein 60-prozentiges Gewitterrisiko vorhergesagt. Es wurde noch eine weitere komplette Inspektion durchgeführt, um sicherzugehen, dass es keine weiteren Schäden gibt. Damit rechnen wir aber auch nicht. Die tödliche Gefahr herabfallender Teile hatte sich vor knapp 2,5 Jahren gezeigt. Beim Start der Columbia war das Hitzeschild der Fähre so stark beschädigt worden, dass sie beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre explodiert war. Die gesamte Crew kam damals ums Leben. Die NASA hatte aus diesem Vorfall Konsequenzen gezogen und über $1 Milliarde in die Überarbeitung der Technik gesteckt. Außerdem fliegt die Crew jetzt mit Instrumenten ins All, die ihnen ermöglichen, selbst Notreparaturen durchzuführen. Trotz der zahlreichen Veränderungen an der 20 Jahre alten Discovery aber keine Entwarnung, meinen auch Experten. Alle müssen sehr nervös sein, denn die NASA hat nicht alle Probleme gelöst, die man nach der Columbia-Katastrophe ermittelt hat. Die Mission ist für die NASA äußerst wichtig. Die Astronauten sollen unter anderem den lang erwarteten Nachschub und Ersatzteile zur internationalen Raumstation ISS bringen. An diesem Freitag soll die Raumfähre dort andocken. Kommandiert wird sie von der 48-jährigen Eileen Collins, einer erfahrenen Air Force-Pilotin. 3-mal war sie schon im Weltraum. Mit diesem Flug beginnt ein neues Kapitel in der Weltraumforschung, sagt sie. Es ist der nächste Schritt, um die Menschen von diesem Planeten weg auf den Mond und den Mars zu bekommen. Und aus Cape Canaveral ist uns nun unsere Reporterin Gesa Eberl zugeschaltet. Gesa, wie wichtig ist das Wetter für den Start der Raumfähre und wie entwickelt sich das Wetter in diesen Minuten? Das Wetter ist extrem wichtig, um nicht zu sagen, das alles Entscheidende. Vor ungefähr 10 bis 15 Minuten zog hier ein Gewitter durch. Was natürlich ein ganz, ganz großes Problem ist. Denn im Moment, sagt man, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass das Shuttle starten kann, bei 40% aufgrund des Wetters. Die Hauptprobleme wären eben ein Gewitter, Regen oder aber auch Wolken.
Denn es muss innerhalb eines Umkreises von 20 Meilen das Wetter gut sein. Im Fall einer Notlandung muss das Shuttle eine freie Sicht haben, damit auch alles mit aufgenommen werden kann. Gleichzeitig hat es jetzt hier gerade aufgehört, hinter mir zu regnen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. Es ist ganz wichtig, dass die Astronauten haben genau ein Zeitfenster von 5 Minuten zur Ortszeit hier von 15.51 Uhr. Wenn es dann nicht klappt mit dem Start, wird das auf morgen verschoben. Es muss dann in diesen 5 Minuten das Wetter so sein, dass von den Lichtverhältnissen her man von der ISS-Station im Weltraum Cape Canaveral sehen kann, damit auch dann alle möglichen Anomalien gefilmt werden können. Und jetzt warten wir ab und hoffen, dass es beim Zeitplan bleibt. Lisa, dass die NASA-Leute und Millionen Amerikaner heute angespannt sind, liegt auf der Hand. Wie äußert sich diese Anspannung? Was haben Sie gesehen, gehört, erlebt, dass das veranschaulichen könnte? Ich gehe davon aus, dass alle NASA-Mitarbeiter jetzt hier zur Stunde extrem nervös sind. Jeder versucht das hier allerdings zu überdecken und sehr souverän zu tun. Wir selbst können natürlich nicht wirklich hinter die Kulissen schauen, was bei den Astronauten gerade passiert. Aber die Mitarbeiter, die hier in unserem Journalisten-Trailer-Park sind, sind alle sehr nervös. Es ist so eine Art Ruhe vor dem Sturm. Und jeder versucht sich aber die Anspannung nicht anschauen zu lassen, obwohl jeder weiß, es lastet so viel Druck jetzt auf dieser NASA, auf diesem Flug. Es ist im Grunde der entscheidende Flug seit dem Absturz der Columbia vor 2,5 Jahren. Es steht alles auf dem Spiel für die NASA und es geht um die Ehre der US-Raumfahrt. Von daher, alle warten ab, wie ich es eben schon sagte, dass alles hier gut läuft bis 15.51 Uhr und dann können wir mehr sagen. Vielen Dank nach Cape Canaveral, Gesa Eberl. Und Sie sehen es, liebe Zuschauer, in dem kleinen Bild neben mir, das wir jetzt gleich vergrößern werden. Der Einsteigevorgang im Shuttle läuft, assistiert von einer doch größeren Anzahl von NASA-Mitarbeitern, betreten also die 7 Astronauten, angeführt von der Kommandeurin Collins oder Kommandantin Collins, das Space Shuttle. Ein paar Worte vielleicht noch zu den Kosten eines Starts des Space Shuttle. $500 Millionen, eine halbe Milliarde Dollar kostet ein einziger Start. Im Vergleich dazu die russischen Raumfahrer, die Kosmonauten, die ja auch zur ISS ins All fliegen, machen das mit, wenn man das so salopp sagen kann, Einwegraketen. Und ein Start einer solchen Sojus-Rakete und eine vergleichbare Mission kostet nur einen Bruchteil dessen, was die Amerikaner ausgeben müssen für das Space Shuttle. Auch das einer der Gründe, warum die NASA, und darauf werden wir später in dieser Sondersendung zu sprechen kommen, warum die NASA mittelfristig umsteigen will auf ein anderes System. Das Space Shuttle ist nicht nur alt, es ist auch sehr, sehr teuer. Der Einsteigevorgang läuft, es scheint alles nach Plan zu gehen. Es sind ja noch 3 Stunden. Sind die Astronauten dann eingestiegen, werden auch von ihnen noch einmal sämtliche Systeme gecheckt. Und das sind Bilder aus dem Shuttle, aus dem Inneren des Shuttles. Und hier sehen wir die Seite des Kommandanten, wo auch jetzt der Astronaut oder die Astronautin, ein bisschen schwer zu erkennen in diesem Moment, angeschnallt wird, schon in Startposition. Und über dem Kopf von der Kommandantin ist dieses ganze große Armaturenbrett, das natürlich nicht vergleichbar ist mit einem Armaturenbrett in einem Auto, eine Vielzahl hochkomplexer Apparaturen und Instrumente, die dort bedient werden müssen. Die Helme, hören wir gerade, werden dann nicht aufgesetzt von einem NASA-Mitarbeiter, sondern das macht die Crew vor dem Start dann selber. Sie sehen auch die Nackenstützen, die sehr, sehr notwendig, lebensnotwendig sind für die Astronauten in diesem Moment. Denn die Beschleunigungskräfte, die wirken, wenn der Haupttreibstofftank mit 720 Tonnen Treibstoff gezündet wird und die sehr, sehr schwere Discovery in die Erdatmosphäre katapultiert, da wirken Beschleunigungskräfte, da ist die Beschleunigung in einem schnellen Sportwagen eine Kleinigkeit dagegen. Das ist nicht zu vergleichen, zumal auch die Körperhaltung, so wie wir sie sehr sehen, hier sehen, diesen Druck natürlich noch verstärken wird. Also
Die diversesten Geräte werden angeschlossen. Diese Prozeduren werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir werden gegebenenfalls noch einmal zurückschalten, um Ihnen weitere Etappen dieses Prozesses zu zeigen. Wir wollen jetzt zunächst einmal aber fortfahren mit unserer Sondersendung. Die Space Shuttles wurden in den 70er Jahren entwickelt. Die Discovery hob zum ersten Mal 1984 ab. Inzwischen hat sie 31 Flüge hinter sich. Die Mission heute mit dem Titel STS-114 ist also Flugnummer 32. Das und das Columbia-Unglück haben bewirkt, dass die Discovery rund erneuert wurde. Mit der Hilfe von mehreren 10.000 Ingenieuren und Technikern und zu einem Preis von $1 Milliarde. Neue Isolierung, 66 Sensoren, 22 Temperaturfühler, zusätzliche Außenkameras, ein neuer Roboterarm zur Reparatur eventueller Schäden. Das Shuttle ist mit neuen Sicherheitsstandards ausgerüstet. So werden die Treibstofftanks künftig an kritischen Stellen durch festere Materialien als mit dem sonstigen Isolierschaumstoff ummantelt. Die Treibstoffleitungen werden ab sofort beheizt, um das Shuttle vor Vereisung zu schützen. An den Flügeln befinden sich Alarmsensoren. Außerdem überwachen spezielle Minikameras das Shuttle, die Feststoffraketen sowie den Treibstofftank. Gleichzeitig kommen neue Dichtungsmaterialien am Hitzeschild zum Einsatz. Es hat eine Menge Geld gekostet, die Discovery sicherer zu machen. Nach dem Unglück der Columbia wurden alle Space Shuttles in den vergangenen 2,5 Jahren fast rund erneuert. Dennoch, die Mission bleibt ein Wagnis. Es ist nicht gelungen, alle Probleme zu lösen, die nach dem Columbia-Unglück entdeckt worden sind. Das Shuttle ist eine enorm komplexe Maschine, vielleicht die komplexeste, die Menschen je gebaut haben. Es ist nachweislich sehr knifflig und hat ein furchtbares Potenzial, seine Crew auf unerwartete Weise zu töten. Zwar haben die Astronauten diesmal ein Reparaturset an Bord, es ist aber noch gar nicht weltraumerprobt. Außerdem, so Kritiker, seien nur 12 der 15 Empfehlungen der unabhängigen Untersuchungskommission des Columbia-Unglücks umgesetzt worden. Immerhin, verstärkte Flügel und ein neu konzipierter Außentank gehören dazu. Genau wie dieser Teleskoparm. Mit einer Kamera sollen die Astronauten so mögliche Beschädigungen des Shuttles feststellen können. Der japanische Astronaut Noguchi hat darüber hinaus eine Sonderaufgabe bekommen. Meine erste Aufgabe ist es, den externen Tank zu filmen, wenn er sich vom Space Shuttle löst. Wir benutzen dazu einen Camcorder und auch digitale Fotografie, um wirklich sicher zu gehen, dass keine großen Trümmerteile herunterfallen oder Kacheln verloren gehen. Eine wohl nötige Vorsichtsmaßnahme. Auf der Rampe stehend fiel eine Fensterabdeckung der Discovery hinunter und zerstörte einige Hitzekacheln. Starten will die NASA nach einer kurzen Reparatur trotzdem. Ein Shuttle-Start ist immer gefährlich, schon alleine wegen der unglaublichen Menge hochexplosiven Treibstoffs, der nötig ist, um die Fähre ins All zu schießen. Hinzu kommen gravierende Konstruktionsfehler, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sich die Flügelkanten nicht gegen Beschädigungen schützen lassen. Zweimal in der Geschichte der Shuttle-Missionen kam es also zu großen Katastrophen. Challenger Mitte der 80er Jahre und Columbia 2003 jeweils 7 Tote. Ein Überblick über die schwarzen Momente in der Shuttle-Geschichte. 1. Februar 2003. Diese Bilder schockieren die Welt. Die Überreste der Raumfähre Columbia verglühen beim Landeanflug auf Cape Canaveral in der Atmosphäre. Sekundenbruchteile vor der Katastrophe meldet sich Commander Husband noch einmal bei der Bodenstation. Der letzte Kontakt. Dann ein Stöhnen aus dem Lautsprecher. Präsident Bush verkündet später die traurige Gewissheit. Heute Morgen um 9 Uhr verlor die Kontrollstation in Houston den Kontakt zum Space Shuttle Columbia. Trümmerteile fielen über Texas vom Himmel. Die Columbia ist verloren, es gibt keine Überlebenden. Sieben Besatzungsmitglieder waren an Bord, 2 Frauen und 5 Männer aus Amerika, Indien und Israel. Die Fenster in meinem Haus wackelten, erzählt dieser Augenzeuge. Ich ging raus, sah hoch und da war ein breiter Streifen, der sich im Zickzack über den Himmel bewegte. Nach dem ersten Knall kam ein langes Grollen. Überall in Texas und Louisiana fallen Trümmer vom Himmel, die Columbia zerlegt in 1000 Einzelteile. Und nicht nur Teile des Shuttles gehen nieder, sondern auch Gegenstände der Crew, ein Helm, das Abzeichen von Commander Rick Husband. Später werden auch die sterblichen Überreste der Astronauten geborgen.
Cape Canaveral 16 Tage zuvor, ein Winken für die Kameras, die Columbia-Besatzung auf dem Weg zu ihrem Raumschiff. Was folgt, ist ein Bilderbuchstart. Mit dem bloßen Auge ist nicht zu erkennen, dass die Tragödie bereits 81 Sekunden nach dem Start besiegelt war. In diesem Moment nämlich löst sich ein Stück Isolierschaum von einem Außentank, prallt gegen den linken Flügel und reißt ein Loch in das Hitzeschild. Das Kontrollzentrum hat die Gefahr unterschätzt. Wir haben uns diese Aufzeichnung genau angesehen und analysiert, was der Schaden am Flügel für Konsequenzen haben könnte. Es wurde entschieden, dass keine Gefahr für die Sicherheit des Shuttles besteht. Doch das nur 680 Gramm leichte Schaumstoffteil hat ein tellergroßes Loch in den Flügel gerissen. Durch dieses Loch dringt bei der Rückkehr in die Atmosphäre heißes Gas ein. Die Steuerungshydraulik setzt aus, das Shuttle wird manövrierunfähig. Beim Landeanflug explodiert das Shuttle schließlich über Texas. Trauer und Entsetzen weltweit. Die US-amerikanische Raumfahrt steckt in ihrer größten Krise. Der erste Rückschlag für die Shuttle-Mission der USA, schon 1986, die Explosion der Challenger am 28. Januar. Auch damals waren 7 Astronauten an Bord, 2 Frauen und 5 Männer. Es sollte der 10. Flug des Raumtransporters werden. Doch nur 74 Sekunden nach dem Start geschieht das Unfassbare. Rauch tritt aus, 10 Sekunden später ist die Challenger ganz in Flammen gehüllt. Dann explodiert das Shuttle. Ursache des Unglücks: defekte Dichtungsringe an den Antriebsraketen. Das gesamte amerikanische Raumfahrtprogramm steht zur Disposition. Die NASA überarbeitet ihre Sicherheitsbestimmungen. Monate später werden die Shuttleflügel wieder aufgenommen. Nach diesen beiden größten Katastrophen der bemannten Raumfahrt schaut die Welt heute nun besonders gespannt auf den Start der Discovery. Und jetzt wollen wir Ihnen noch einmal in aller Kürze die Entwicklung der Shuttleflüge während der vergangenen 20 Jahre zeigen. Es ist der 114. Flug eines Space Shuttles seit dem ersten Start der Columbia im April 1981. Ein erstes Mal scheint die Erfolgsgeschichte der Shuttleflüge abrupt beendet, als 5 Jahre später die Challenger kurz nach dem Start explodiert. 2,5 Jahre lang muss die NASA ihre Shuttleflüge aussetzen. Mit der Discovery setzt sie ihre bemannten Raumflüge fort. Verstärkung kommt durch die Shuttles Atlantis und Endeavour. Mit der Columbia verliert die US-Raumfahrt am 1. Februar 2003 ihr ältestes Shuttle. Wieder gibt es 2,5 Jahre keinen Start. Wieder steht jetzt mit der Discovery das dienstälteste US-Shuttle. So, und bei der Europäischen Weltraumagentur ESA in Köln ist jetzt unser Reporter Carsten Lüb. Carsten, zunächst mal, wie wichtig ist ein Erfolg der Discovery-Mission heute Abend und in den kommenden Tagen für die Europäische Raumfahrtagentur und warum ist sie so wichtig? Also man kann sagen, es ist enorm wichtig. Es steht unter Umständen sogar die Zukunft der Raumfahrt auf dem Spiel. Es ist deswegen so wichtig, weil der Shuttle ist einer der Trägersysteme, mit denen Material und Menschen zur europäischen Raumstation, zur ISS geflogen werden. Und das ist sozusagen das wichtigste Projekt in der europäischen Raumfahrt. Die Europäische Raumfahrtbehörde, also die ESA, besteht ja aus 17 europäischen Ländern. Und diese ISS wird ja betrieben durch 5 Partner. Das ist zum einen mal Europa, also die eben erwähnten 17 Länder. Dazu kommen dann auch Kanada, Japan, Russland und die USA. Also ein ganz wichtiges Projekt, ein Meilenstein in der Raumfahrtforschung. Und das wäre sicherlich ein ganz böser Rückschlag, wenn dieser Start, wenn dieser Flug wieder ein Pannenflug werden sollte. Deswegen fiebert man hier natürlich dem Zeitpunkt des Startes entgegen und hofft und drückt die Daumen, dass das alles so funktioniert, wie es geplant ist. Zumal ja auch ein deutscher Astronaut im Herbst zu einem Langzeitaufenthalt auf die ISS fliegen soll. Carsten, hält man bei der ESA die neuen und zusätzlichen und aufwendigen Sicherheitsmaßnahmen, die wir ja gerade in der Grafik und im Film vorgestellt haben, für ausreichend? Man ist sehr zuversichtlich, dass alles getan wurde, um ein reibungsloses Funktionieren dieses Fluges zu gewährleisten. Und auch diese kleine Panne, über die wir auch berichtet haben, eben, dass eine Fensterverkleidung herabgestürzt ist und die Kacheln leicht beschädigt hat, das hat man hier eigentlich abgetan, hat gesagt, das sei kein großes Problem. Die größte Sorge, die man jetzt hier im Moment hat, ist, ob das Wetter in Florida hält oder ob der Flug um ein oder mehrere Tage verschoben werden muss. Aber im Prinzip ist man doch positiv optimistisch. Man ist zwar aufgeregt, vielleicht ein wenig
wenig nervös, aber im Großen und Ganzen, denke ich, sind alle Beteiligten davon überzeugt, dass dieser Shuttle-Flug funktionieren wird. Vielen Dank, Carsten Lüb. In Anbetracht der Risiken und Mängel ist es folgerichtig, dass NASA-Chef Griffin die Shuttles lieber heute als morgen einmotten würde, zumal eine einzige Mission, wir haben es ja eben schon gesagt, eine halbe Milliarde Dollar kostet. Derzeit ist die letzte Mission für 2010 geplant. Das Nachfolgeprojekt läuft schon. Crew Exploration Vehicle oder CEV ist der Titel. Es handelt sich dabei um ein Gefährt, das nicht nur sicher ins Orbit fliegen soll, sondern auch in der Lage sein soll, zum Mond oder zum Mars zu fliegen. Aus Kosten- und Effizienzgründen will die NASA allerdings das Trägersystem der Shuttles weiter nutzen. Details zur Zukunft der Raumfahrt. So oder so ähnlich könnte es aussehen. Ein Flug zum Mars. Eine bemannte Rakete tritt in eine unbekannte Atmosphäre ein und landet auf dem roten Planeten. Die US-Flagge wird gehisst und die Dominanz der Amerikaner im Weltall so symbolisch unter Beweis gestellt. Auch schweres Untersuchungsgerät findet den Weg in diese neue Welt. Dieser Traum könnte, wenn es nach US-Präsident Bush geht, bald Wirklichkeit werden. Zuerst aber wollen Bush und die NASA das Naheliegende weiter erforschen. Denn bis zum Jahr 2015 sollen wieder Menschen den Mond betreten, ja, dort sogar dauerhafte Forschungsbasen einrichten, um dann den ganz großen Schritt zu wagen. Mit den Erfahrungen, die wir auf dem Mond sammeln, sind wir für den nächsten Schritt bereit. Bemannte Flüge zum Mars und darüber hinaus. Der Mars soll schließlich bis zum Jahr 2030 erobert werden. Doch die gute alte Space Shuttle wird bis dahin ausgedehnt haben. Forscher arbeiten derzeit fieberhaft an der Entwicklung eines neuen, modernen Nachfolgers. Ende 2010 soll der alte Shuttle dann in Pension gehen. Noch eine Innovation, die den Forschern in den nächsten Jahren Kopfzerbrechen oder Freude bescheren soll. Die Kommerzialisierung der Raumfahrt. Freizeitflüge ins All. Anstatt nach Teneriffa geht es dann zu einem Flug in die Schwerelosigkeit. Für den amerikanischen Multimillionär Dennis Tito wurde dieser Traum bereits Wirklichkeit, jedoch für mehr als 20 Millionen Euro. Mit Bransons Fluglinie Virgin Galactic würde der Spaß nur 170.000 kosten, inklusive 3 Tagen Training. Ein Traum, ja klar, aber fantastisch, wenn man sagen kann, dass dieser Traum in 3 Jahren Wirklichkeit sein wird. Was also mag noch auf die Menschen zukommen? Eine heiße Reise zur Sonne oder ein langer Flug zum Pluto? Ein Ferienhaus auf dem Mond? Nichts ist unmöglich. Oder wie Leonardo da Vinci sagte, jedes Hindernis lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Und wir wollen noch einmal schalten zur ESA nach Köln. Von dort ist uns Volker Dammann von der ESA zugeschaltet. Guten Abend dorthin. Schönen guten Abend. Herr Dammann, halten Sie es für realistisch, dass schon 2010, so wie NASA-Chef Griffin das angedeutet hat, eine Mission mit dem neuen System stattfindet? Das ist sicherlich sehr ambitioniert, aber machen wir erstmal einen Schritt nach dem anderen. Jetzt müssen wir heute sehen, dass der Shuttle wieder ins Orbit kommt, dass wir den nächsten Schritt machen können und die Raumstation weiter betreuen können und auch wir als Europäer daran partizipieren können. Und wenn das über die Bühne gegangen ist, dann machen wir uns Gedanken über den nächsten Schritt, der sicherlich unheimlich visionär ist und uns alle bewegt und nach vorne gucken lässt. Aber wie gesagt, heute Abend müssen wir erstmal einen guten Start sehen. Die Planung für dieses neue Projekt, und sehen Sie uns nach, dass wir dabei bleiben, weil wir gerade ja auch einen Film über die mögliche Zukunft der Raumfahrt gezeigt haben. Die Planung läuft ja schon für dieses Crew Exploration Vehicle. Gibt es da eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit oder Abstimmung zwischen der NASA und der ESA? Ist die ESA da in irgendeiner Weise eingebunden? Also wir machen uns natürlich schon Gedanken und beobachten sehr genau, was sich dort jenseits des Atlantik tut. Natürlich haben auch wir Europäer eigene Vorstellungen, wie wir denn in die Zukunft schauen wollen. Und da muss man evaluieren, wie man sich dann an solchen Programmen beteiligt. Aber sicherlich ist es gerade für eine doch große Teil dieser Erde und dieser Bevölkerung, nämlich Europa mit 17 Nationen, ein wichtiges Element, eben auch weiter zu explorieren und den Weltraum zu erforschen. Vielen Dank. Nach Köln zur ESA. Volker Dammann war das. Dankeschön. Dankeschön.
Und zum Ende noch ein Hinweis. Die Discovery können Sie auch am deutschen Himmel sehen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ab 22.09 Uhr ist das Shuttle zwischen Aachen und der Bodenseeregion am Himmel für ungefähr 6 Minuten zu sehen. Wenn alles wie geplant abläuft, wird über Deutschland der große Tank des Shuttle abgesprengt. Und das ist mit dem Fernglas oder mit bloßem Auge zu beobachten. Und der Shuttle-Start beschäftigt uns weiter. Um 21.30 Uhr können Sie den Countdown und dann den Start des Shuttle live verfolgen hier bei NTV. Das war unser NTV-Spezial zur Shuttle-Mission. Eine kurze Unterbrechung, dann sind wir mit aktuellen Nachrichten wieder für Sie da. Entsprechend groß ist dann auch die Menge der Journalisten, die nach Cape Canaveral angereist sind. Die 7 Astronauten sollen unter anderem lang erwarteten Nachschub zur internationalen Raumstation ISS bringen. In letzter Sekunde drohte die Mission dann plötzlich noch zu scheitern. Bis zum Start sind die 8 Fenster der Raumfähre mit einer Art Kunststofffolie abgedeckt. An diesem Fenster hat sich plötzlich dieser Schutz gelöst und fiel ca. 20 Meter tief hier unten auf einen Träger mit 2 Hitzekacheln. Zum Glück konnten die Techniker der NASA diese 2 Kacheln aber innerhalb einer Stunde auswechseln. Vor über 2 Jahren war der Vorgänger der Discovery, die Columbia, problemlos ins All gestartet. Dann der 1. Februar 2003, wohl einer der schwärzesten Tage in der Geschichte der US-Raumfahrt. Ein Defekt am Hitzeschild und die halbe Welt beobachtet mit Entsetzen, wie Raumfähre und Mannschaft bei der Rückkehr in die Erdatmosphäre verglühen. Jetzt läuft wieder ein Countdown in Cape Canaveral. Nach einer Generalüberholung soll die Discovery viel sicherer sein, doch die Angst fliegt immer mit. Kann es da etwas geben, was wir übersehen haben? Ja, es kann. Dies ist ein knallhartes Geschäft. Noch etwa 3 Stunden und das Shuttle soll abheben, wenn das Wetter mitspielt. Und nicht nur bei der NASA dürften die Nerven bis zum Zerreißen angespannt sein. Und das sieht ganz gut aus. Aha, und nun sagt er, okay, bitteschön, auf geht's, lasst mich einsteigen. Und darauf hat auch er, hat Soichi Noguchi, lange trainiert, 3 Jahre oder noch viel mehr. Das Auswahlverfahren war natürlich auch sehr hart. Zum ersten Mal sehen wir jetzt auch hier sehr schön die Bilder vom Raum unten drin, vom Zwischendeck, wenn man so will. Es ist für die Astronauten eine Schuhe so zu liegen. Der Anzug ist sehr schwer, der Körper drückt natürlich, das Gewicht drückt auf die Wirbelsäule. Und natürlich würden sie alle gerne schon oben sein und diese enorme Beschleunigung, das bis zu 3-fache des eigenen Gewichts, das auf sie zukommt, diesen Ritt durch die Wolken, durch die Atmosphäre schon hinter sich haben, um dann in den fabelhaften Zustand der Schwerelosigkeit zu kommen. Wie lange haben sich die Männer und Frauen darauf vorbereiten müssen? Jahre. Man kann sagen, 4-5 Jahre ist gar nichts, denn die Mission war ja eigentlich schon vor 3 Jahren geplant, nach dem Columbia-Unglück, und dann wurde ja der Stopp verhängt, also 2,5 Jahre Stopp, und da hieß es warten, und nun wurde die ganze Mission umgebaut. Plötzlich war es eine Testmission. Es wird ja jetzt getestet, ist das Ding noch sicher, diese 21 Jahre alte Raumfähre. Deswegen ist das auch die ursprünglich geplante Besatzung, oder genau, hat es auch die Besatzung Änderungen bleibt immer gleich. Also die Tatsache, dass beispielsweise die Kommandantin sozusagen ein tatsächlicher Testflieger ist, denn sie hat ja schon langjährige Erfahrung mit Space Shuttles, mit der Columbia auch. Richtig. Ich weiß nicht, in welchem Jahr sie mit der Columbia geflogen ist. Auf jeden Fall ist schon mehrmals dort im All gewesen und mehrmals an Bord eines Space Shuttles. Mhm. Also die Besatzung ist zusammengestellt. Das ist eine große Familie. Da wird eigentlich auch nicht mehr dran gerührt. Denn dieses Team muss sich auf Gedeih und Verderb aufeinander verlassen können. Und das tun sie. Das letzte Wort hat natürlich immer die Kommandantin. Aber wie ich schon gesagt habe, sie nennen die Kolleginnen und die Kolleginnen und die Kollegen nennen sie Mom, also für die Frau, hat also auch eine große Herzenswärme für ihre Mannschaft und diese riesige... Miss Universe auch, glaube ich. Ja, so ist der Nickname, der Scherzname in der Presse. Hat's dort in den USA. Einer Miss Universe? Kein Kommentar, ich habe sie nicht kennengelernt. Aber was ist im Raumanzug auch schwer festzustellen. Sie kann die Kurven fliegen, denn sie ist Testpilotin. Sie ist Testpilotin, alle anderen sind auch erfahrene Astronauten. Erfahrene Astronauten. Oder auch erfahrene Piloten. Ja, sowohl als auch. Also es gibt vielleicht noch eine lustige Anekdote zu erzählen über die vereinzelten Crewmitglieder. Wir haben den Piloten, der heißt James Kelly, ist 41 Jahre lang alt und gilt als unschlagbarer Pokerspieler. Deshalb trägt er den Spitznamen Vegas.
Vegas. Der ist also nun auf dem rechten Sitz im Cockpit zu finden. Dann haben wir noch Stephen Robinson, 49. Er spielt in einer, Stevie Ray genannt, der spielt in einer Rockband Gitarre. Dann haben wir Wendy Lawrence, sie ist 46, die Pilotin. Sie, nicht die Pilotin, sie Missionsspezialistin. Und sie hat den lustigsten Spitznamen. Sie heißt nämlich Too Short, also zu kurz. Man fragt sie, was soll das denn? Sie sollte eigentlich mit den Russen fliegen. Und die russische Raumfahrtagentur hat gesagt, du bist 3 Zentimeter zu kurz, sorry, nicht mit uns. Also das ist ganz lustig. Sie wurde damals abgelehnt von der russischen Agentur. Und dann gibt es noch Andy Thomas, der ist 53, der älteste Bordteilnehmer oder das älteste Bordmitglied. Er ist für die Musikauswahl zuständig. Beethoven, Bach und Beatles hat er dabei, um die Leute zu unterhalten. Ja, und dann haben wir noch Charles Kameda, 52, er ist auf seinem Jungfernflug mit 52 Jahren wohlgemerkt. Also hätte ich auch noch vielleicht Chancen, mal mitzufliegen. Das Shuttle soll jetzt ja zur internationalen Raumstation aufbrechen. Werden denn von diesen Personen, die du gerade genannt hast, auch Astronauten auf der ISS bleiben? Oder wie sehen die Pläne aus? Sie werden natürlich ein paar Stunden an der Raumstation bleiben, denn die einige Stunden, also man muss sich vorstellen, diese Raumfähre dockt ja an, also sind sie praktisch dann ein Teil der Raumstation, aber auf der Raumstation selbst, auf der ISS ist wenig Platz, die ist ausgelegt im Moment für maximal 3 Leute, also der siebenköpfige Besuch, der kommt mal rein, lädt aus, lädt um, man sitzt zusammen, aber es wird keiner da bleiben. Höchstens, und das wollen wir nicht hoffen, es kommt zu einem Notfall. Kommt es zu einem Notfall? Dann müssen alle dort bleiben. Die Fähre bliebe angedockt und dann müsste man darauf warten, dass die Atlantis-Raumfähre, also das Schwesterschiff, kommt mit einer nur 2-köpfigen Besatzung und die 7 Kolleginnen und Kollegen dann dort wieder abholt. Es gab Diskussionen in den vergangenen Tagen und Wochen auch darüber, weswegen diese Mission mit einer 7-köpfigen Besatzung ausgestattet ist. Denn wenn es zu Problemen kommen sollte und wenn sie tatsächlich auf der Raumstation bleiben müssen, dass dann es Probleme geben könnte mit dem Sauerstoffvorrat. Genau. Der Sauerstoffvorrat reicht bei einer 9-köpfigen Besatzung auf der ISS 50 Tage. Also innerhalb dieser Frist müsste dann eine Notbesatzung andocken, um die havarierten Raumfahrer dort wieder abzuholen. Das ist natürlich noch nie versucht worden. Im Augenblick sind sogar die russischen Soyuz-Raketen gegroundet, wie die Fachleute sagen, also an den Boden gekettet. Nicht, weil die Rakete irgendwelche Mängel hat, sondern weil es am Boden mit Messgeräten Schwierigkeiten gab. Deshalb hat man gesagt, okay, im Moment starten wir keine Notkapsel, auch keine Rakete Richtung ISS. Und somit hängt eigentlich alles im Moment von dieser Mission ab, von dieser Raumfähre, von der Discovery. Klappt es oder klappt es nicht? Denn sie bringt ja auch Wasser mit, sie bringt Nahrung mit, sie bringt 15 Tonnen wissenschaftliche Ausrüstung mit. Es ist ja nicht so, dass sie leer fliegen. In der Ladebucht hier vorn ist ja richtig Equipment, Ausrüstung für die Raumstation, die darauf bitter warten. Und also nicht nur die Zukunft der Space Shuttles steht auf dem Spiel, sondern auch die Zukunft der ISS, der Raumstation. Richtig, eigentlich. Genau. Die soll ja nun also bis spätestens 2010 fertig gebaut sein. Das kann sie allerdings nur, wenn diese Raumfähren noch durchhalten, diese betagten 3 Raumgleiter, die Amerikaner noch zur Verfügung haben. Das hängt also wesentlich davon ab, dass diese Lastentiere ins All die Fracht noch bringen, die dringend benötigt wird, um diesen Riesenkomplex, das größte Bauvorhaben der Menschheit, überhaupt noch fertigzustellen. Und es kommt noch was dazu, was die Amerikaner ziemlich ins Grübeln bringt. Sollte das Discovery-Vorhaben heute nicht klappen, wäre die gesamte bemannte amerikanische Raumfahrt in Frage gestellt. Und die Amerikaner wissen natürlich, dass die Chinesen dieses oder nächstes Jahr eine 3-köpfige Besatzung ins All schießen mit einer eigenen Rakete. Also die Amerikaner haben große Sorgen, dass sie eventuell ihre Vormachtstellung im All verlieren könnten. Nicht unbedingt an die Russen, auch nicht an uns Europäer, sondern eventuell an die Chinesen, die auch schon große Pläne haben. Natürlich nicht die Erfahrung, die die Amerikaner haben, aber auch große Pläne. Vor diesem Hintergrund, welche Risiken wird man heute eingehen beim Start? Denn es hieß ja zwischenzeitlich, eine Unwetterfront ist aufgezogen. Wie schätzt du das ein? Wird man kein Risiko. Kein Risiko. Kein Risiko. Also du gehst davon aus, dass es den Start geben wird am heutigen Abend? Genau.
Genau, wenn, also Abend unserer Zeit. Genau, wenn alles stimmt, wenn die Wetterprognosen es erlauben, sollten Gewitter aufziehen, werden sie sicherlich warten. Man muss gute Sicht haben, um zu sehen, ob dieser Start reibungslos über die Bühne geht, ob irgendwelche Trümmerteile irgendetwas am Raumschiff beim Start beschädigen könnten. Also da wird man kein Risiko eingehen. Denn die Antwort ist ja auch ganz klar. Sie haben noch bis Ende Juli Zeit. Also wenn das heute nicht klappen würde, würde man sagen, schaut her, die Amerikaner, die haben gute Nerven. Sie setzen auf Sicherheit. Menschenleben zählen als allererstes und als größtes Gut. Wir warten dann noch einen Tag oder zwei und dann geht's wieder los. Die Astronauten sind daran gewöhnt. Sie haben in einer 8-tägigen Krisenmission alles durchgespielt, was passieren könnte während dieser Zeit, die sie im All sein sollen, während der 12 Tage. Also da ist alles durchgecheckt worden von Evakuierung, Brand und so weiter. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Die sind also auf das Gröbste vorbereitet. Und das ist nun mal der Job, dass man zur Not wieder aussteigt. Stichwort Sicherheit, Mick. Wir wissen ja, dass es seit über 2 Jahren keinen Flug mehr gegeben hat des Space Shuttles. Wir wissen, was letztes Mal passiert ist. Was haben die Techniker von der NASA unternommen, um die Discovery sicherer zu machen? Also sie haben zum ersten Mal den Isolierschaum von dieser großen, dicken Tankrakete, würde ich fast sagen, also von diesem Tank, den man jetzt gerade nicht sehen kann, aber der am Bauch der Rakete des Raumgleiters befestigt ist, also diesem externen Tank, haben sie eine neue Schutzschicht verpasst, damit diese Schutzschicht nicht abgesprengt wird beim Start und damit das Raumschiff verletzen kann, schädigen kann. Sie haben zusätzlich zu diesem Riesentank eine Heizung installiert, damit dieser gekühlte Wasserstoff und Sauerstoff, der ja da drin ist und runtergekühlt werden muss, damit er nicht in die Luft fliegt, damit dieser Tank nicht zu schnell Eis bildet. Und diese Heizung verhindert dann diese Eisbildung, die ja auch verheerend sein kann. Man stellt sich vor, ein Eiszapfen kracht runter, das Ding ist 50 Meter hoch, trifft irgendwo einen Rumpf. Das, vor allem bei der Geschwindigkeit, eben, bei der Startgeschwindigkeit. Oder auch schon jetzt durch den freien Fall, ja, aus 50 Metern. Also da könnte einiges passieren. Deshalb hat man diese Heizung eingebaut, die 10 Minuten vor dem Start eingeschaltet werden wird. Dann hat man Videokameras, Überwachungskameras unter der Raumfähre installiert am Bauch und auf den Seitentanks, um zu sehen, okay, wir haben hier den besten Überblick. Es müsste eigentlich alles klappen. Zumindest können wir sehen, es ist alles gut gegangen. Oder wir können auch sehen, okay, dort ist jetzt eine Delle, ein Loch, eine Lücke, irgendetwas in der Richtung. Und dann könnte man entweder die Mission abbrechen. Notlandung wäre auch in Köln-Bonn möglich. Kann man sich auch vorstellen. Wäre auch mal eine Sensation. Oder aber man repariert das Ganze im All. Das ist noch nie probiert worden, aber das versuchen sie. Das würden sie dann versuchen. Also das, die am Notfallset dabei. Auch das. Wir alle, nicht nur hier im Studio und nicht nur in den Vereinigten Staaten, blicken im Moment nach Florida, um die Lage dort zu verfolgen, um zu sehen, ob alles tatsächlich klappt am heutigen Tag, ob der Start klappt und vor allen Dingen in den nächsten Tagen auch, ob die Rückkehr klappt. Denn das ist ja das Problem gewesen letztes Mal. Und wir fragen jetzt mal nach bei unserem Kollegen Thomas Leonardi, der das ganze Spektakel in Darmstadt verfolgt bei der ESA. Thomas, welche Bedeutung hat denn dieser Start heute für die europäische und auch die deutsche Luftfahrt, Raumfahrt vielmehr? Ja, vielleicht zunächst eine kleine Korrektur. Ich stehe im schönen Bayern in Oberpfaffenhofen im Deutschen Luft- und Raumfahrtkontrollzentrum. Und hier für die Wissenschaftler und Ingenieure wird es besonders spannend heute Abend, denn es geht darum, dass nur die US-Space Shuttles in der Lage sind, größere Forschungsgeräte ins All zur ISS zu transportieren. Und von hier, von diesem Raumfahrtkontrollzentrum, soll später mal ein Raumlabor koordiniert und gesteuert werden. Das ist das Raumlabor Columbus, das ist in Bremen konstruiert worden, ist schon fertig und wartet eigentlich seit einem Jahr darauf, dass es endlich ins All geschickt werden kann und dass es dort Experimente vornehmen kann, beziehungsweise dass die Astronauten der ISS mit ihm Experimente vornehmen können. Das Raumlabor kann aber nur mit einem Space Shuttle dort hochfliegen und deswegen ist es für die Techniker hier ganz wichtig, dass heute dieser Start der Discovery klappt, denn wenn der klappt, dann können ja weitere Space Shuttles fliegen und dann kann vielleicht Ende 2006, Anfang 2007 dieses Raumlabor ins All geschickt werden und dann kann sozusagen die deutsche Technik anfangen zu arbeiten.
Inwiefern sind die Pläne der europäischen Luftfahrt beeinträchtigt worden von den Katastrophen und von der Katastrophe, die es vor 2,5 Jahren in den USA gegeben hat? Naja, es ist sozusagen eine Zeitverzögerung eingetreten, denn es ist eben so, dass die russischen Soyuz-Raumgleiter können diese Raumlabore nicht zur ISS transportieren und die europäische Raumfahrtagentur ESA selber hat zwar eine sehr leistungsfähige Trägerrakete, nämlich die Ariane 5, die kann aber nur kleine Versorgungsmodule hochbringen und kann ja auch keine Astronauten transportieren und deswegen ist man auf diese US-Missionen angewiesen und jetzt hat man eine Zeitverzögerung und eigentlich ist dieses Raumlabor schon fertig und es könnte anfangen zu arbeiten und man will ja die ISS bis 2010 ausbauen und sie ist im Moment nur etwa zur Hälfte fertiggestellt und man wird also noch zahlreiche Starts von Space Shuttles brauchen, die einfach Material und Menschen zur ISS bringen, um diese Raumstation komplett auszubauen und deswegen ist es eben so wichtig, dass das jetzt funktioniert und dass die Zeitverzögerung nicht noch größer wird, denn wenn es heute Abend nicht klappt, wissen wir ja, dann wird es eben noch sehr, sehr lange dauern, bis möglicherweise ein neuer Anlauf genommen werden kann. Thomas Leonardi. Ist hier sehr gespannt und hofft, dass es klappt. Thomas Leonardi, Ansbein, vielen Dank nach Oberpfaffenhofen. Und wir wollen dort nochmal anknüpfen, Mick. Die Tatsache, dass es eben Verzögerungen gegeben hat wegen der Katastrophe vor 2,5 Jahren. Die Tatsache, dass der amerikanische Präsident ganz klar erklärt hat, für uns ist es wichtig, jetzt langsam, so schnell wie möglich bemannte Raumstationen in beispielsweise auf Mars oder zum Mond oder auf den Mond aufzubauen. Beeinträchtigt das die europäischen Pläne? Sind die Europäer besorgt, dass die Amerikaner neue Prioritäten oder andere Prioritäten setzen und dass sie nicht mehr so gute Karten haben wie bisher? Gute Frage. Also man muss dazu sagen, die Europäer sind im Augenblick auf die Space Shuttles angewiesen, denn unser Labor, unser Weltraumlabor Columbus, das noch in Bremen derzeit steht, fertig ist und in die Raumstation gebracht werden und dort arbeiten sollte, kann nur mit der Raumfähre hochgebracht werden, nicht mit einer Soyuz-Rakete. Und deshalb ist man natürlich im Augenblick noch extrem auf die Amerikaner angewiesen. Aber es gibt sogar öffentliche Kritik der Europäer, die haben sich also nicht gescheut. Hier, ich habe den Daniel Sarkot kennengelernt, der ist der Programmchef bemannte Raumfahrt der ESA hier bei uns in Europa. Und der hat gesagt, also das Ding, das ist zum Fenster rausgeworfen, 100 Milliarden Dollar für jahrzehntelange Projekte, die dann nur 4 Flüge maximal pro Jahr erlaubten. Das ist zu wenig. Und deshalb haben die Europäer eine Überlegung ins Spiel gebracht, sich vielleicht mit den Russen zusammenzutun. Die Russen wollen ein neues Modell bauen, das die Soyuz-Rakete ablösen soll. Und dieses möglicherweise Trägersystem könnte dann auch Astronauten, also ESA-Astronauten beispielsweise von uns, von Europa aus, vielmehr vom Europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana am Äquator in Südamerika ins All bringen. Also die Amerikaner müssen schon aufpassen, dass sie sich die Europäer nicht ganz vergrätzen. Denn die Europäer könnten durchaus mit den Russen noch groß ins Geschäft kommen. Die Verhandlungen stehen da nicht schlecht und die laufen bereits. Mick, wollen wir vielleicht noch einmal kurz darauf eingehen, was dort in Florida im Moment passiert? Wir sehen, einzeln werden sie alle vorbereitet. Einzeln werden sie vorbereitet. Jetzt wird gerade der Sprechfunk des Astronauten justiert. Dann wird nochmal geguckt, ob alle Anschlüsse richtig sitzen. Und dann wird ganz behutsam jeder Einzelne festgeschnallt. Man kann sich vorstellen, dass man in so einem riesigen Anzug, einem Schutzanzug, der ja möglicherweise auch dazu dienen muss, im Wasser das Überleben zu garantieren, falls sie notwassern müssten, falls sie also mit dem Fallschirm im Orbit oder nicht im Orbit, sondern auf dem Weg zum Orbit aussteigen müssten aus der Raumfähre mit Fallschirm, ist theoretisch möglich, dass sie dann also mit diesem Rettungsfallschirm auch überleben könnten. Und mit diesem Rettungsanzug vor allen Dingen. Und das Ganze ist sehr, sehr klobig und sie sitzen da relativ hilflos auf ihren Positionen im Zwischendeck.
obwohl ich kann es von der Qualität des Bildes jetzt nicht genau sehen, ob das oben ist, weil es könnte sein, dass das die Fenster sind, die wir da im Hintergrund sehen, aber ich kann es von hier leider nicht genau ausmachen. Das ist also die Schnauze der Raumfähre und wir sehen vorne, also ganz hinten sehen wir die Fenster. Genau, da müsste das dann eigentlich dann das Cockpit sein, das wir hier sehen, aber ich kann es nicht verifizieren. Man muss vielleicht dazu sagen, das ist ganz interessant, ich bin selbst 1,90 groß und ich bin in Houston in diesem Cockpit gestanden und hatte noch sehr viel Spielraum, allerdings natürlich nicht in einem Raumanzug, sondern nur als Besucher. Man staunt, wie groß es tatsächlich ist, allerdings nur, wenn man keinen Raumanzug trägt, dann ist es natürlich höllisch eng, aber die Platzverhältnisse sind ja ohnehin sehr beengt und es ist ja nicht dafür gebaut worden, um lange Zeit im All zu leben, lange Zeit, 2 Wochen, 3 Wochen oder Monate, sondern um Lasten zur Raumstation zu bringen, das war das erste erklärte Ziel, dafür wurde es gebaut. Du hast gerade eben noch angesprochen, dass es eben Schwierigkeiten geben kann beim Start. Gibt es da ein zeitliches Limit, bei dem die Astronauten noch kurz, ich höre gerade eben, wir müssen jetzt leider hier kurz aussteigen, machen eine kurze Pause, gerne. Sind gleich ja. wieder bei dir. Natürlich. Willkommen zurück zum Spezial, zum Start des Space Shuttles in Florida. Bei uns im Studio Mick Locher, unser Raumfahrtexperte. Und wir sind auch verbunden jetzt mit Washington, mit unserem Korrespondenten Carsten Hedler. Carsten kann uns vielleicht sagen, wie die Wetterbedingungen sind. Bei dir sieht es ziemlich diesig aus. Aber wie sieht es in Florida aus im Moment? Also im Moment scheint das Wetter zumindest in Florida ein wenig besser zu werden. Die Meteorologen und auch die NASA-Wissenschaftler haben ja die Wahrscheinlichkeit, dass die Discovery planmäßig um 21.51 Uhr mitteleuropäischer Zeit abheben wird, auf nur noch 40% reduziert. Aber vor wenigen Augenblicken kam die Nachricht, dass das Sturmtief, das auf Cape Canaveral zukam, dass sich das offenbar dann doch ein wenig verlagert. Und deshalb sind die Hoffnungen hier natürlich groß, dass alles planmäßig über die Bühne gehen kann und die Discovery wie geplant in die Lüfte abhebt. Welche Bedeutung hat denn dieser erfolgreiche Start, sofern es denn dazu kommt, für die NASA in Amerika? Es ist für die NASA außerordentlich wichtig, dass alles reibungslos läuft, dass die Mission erfolgreich wird. Ich habe vorhin noch mal mit einem hochrangigen NASA-Manager gesprochen und der sagte, es geht förmlich um die Wurst. Es geht um die Zukunft der bemannten Raumfahrt und es geht natürlich auch um die Zukunft der internationalen Raumstation ISS. Es müssen neue Teile in den Weltraum gebracht werden. Es müssen Erkundungen weiter durchgeführt werden, technische Analysen. Es müssen die Wissenschaftler weiter daran arbeiten können, wie die Beschaffenheiten im Weltraum sind. Und vor allen Dingen, es sind ja noch 2 Astronauten oben, ein Russe und ein Amerikaner, Sergei Grigalev und John Phillips. Und die haben natürlich auch viele wissenschaftliche Studien durchgeführt. Und diese Ergebnisse müssen jetzt auch wieder zurück zur Erde. Und man darf eins nicht vergessen, wir haben im Moment fast 12 Tonnen Müll auf der internationalen Raumstation. Und die müssen auch wieder runtergebracht werden. Also es steht eine Menge an. Und deshalb schauen die Amerikaner natürlich ganz genau auf diese Mission. Es geht um alles, es geht um viel. Und deshalb bangen natürlich hier alle, damit diese Mission auch erfolgreich ablaufen wird. Außer dem Müll geht es natürlich auch ums Geld. Die NASA ist ja nun auch notorisch knapp, man hört das immer wieder. Würde sich denn eine erfolgreiche Mission auch in dieser Hinsicht für die künftige Finanzentwicklung positiv auswirken? Naja, die NASA hat nach dem Unglück der Columbia am 1. Februar 2003 von der Regierung sehr viel mehr finanzielle Mittel zugesprochen bekommen, als eigentlich geplant war. Und wenn man sich anschaut, die Discovery, sie ist ja vor 21 Jahren zum ersten Mal geflogen. Also sie ist, wie Mick Locher, unser Raumfahrtexperte, ja auch selbst sagte, ein generalüberholter Oldtimer. Da konnte man noch mal eine Menge Geld reinstecken. Es waren alleine 1,4 Milliarden Dollar, die für diese Mission, die heute ja starten soll, investiert worden sind. Und die NASA hat bereits ein neues Programm aufgelegt. Ab 2010 sollen ja die jetzigen Shuttle nicht mehr fliegen, sondern es gibt bereits Programme für Neuentwicklungen. Das heißt, es soll kleinere Space Shuttles geben, aber man will auch im Prinzip eine Unterteilung vornehmen, dass es das Space Shuttle für den Transport von Astronauten gibt und das Space Shuttle für den Transport von Fracht. Im Moment ist es ja so, die Discovery, sie wird die 7 Astronauten in den Weltraum befördern, aber auch 25 Tonnen an Material. Und das möchte man halt teilen. Also bis 2010 sollen die Shuttles nur noch fliegen. Die NASA ist also gefordert und die Berichte, die uns aus Europa erreichen, Mick und Alexander haben ja eben drüber geredet, die Russen und die Europäer planen offenbar den Bau eines eigenen Space Shuttles. Also der Wettbewerb wird auf jeden Fall höher werden.
Und Carsten, da es so ein wichtiger Flug ist, so eine wichtige Mission für die Amerikaner, was macht die Politik heute? Wo ist Bush? Wo ist der Vizepräsident Dick Cheney? Beobachtet jemand vor Ort, was in Florida passiert, oder sitzen sie einfach nur vor dem Fernsehen? US-Präsident George W. Bush ist im Weißen Haus, genauso wie der Vizepräsident hier in Washington ist. Wie genau der Ablauf sein wird, das will das Weiße Haus nicht verraten. Aber der US-Präsident hat im Moment ja ein paar innenpolitische Probleme. Es gibt einen großen Wirbel um seinen stellvertretenden Sicherheitsberater Karl Rove, sodass der Präsident auch gar keine Zeit hat, nach Florida zu fahren. Und ich bin ganz sicher, dass er vor dem Fernseher sitzen wird, um diese Mission zu beobachten. Denn man merkt es richtig, ganz Amerika fiebert. Wenn man in die Zeitungen reinschaut, auf jeder Seite eins der großen Zeitungen ist das Thema Discovery ganz oben. Die Amerikaner schauen, wenn sie Fernsehen sehen, in jeder Nachrichtensendung können sie die Berichte aus Florida sehen. Also die Nation fiebert schon mit. Alle hoffen natürlich, dass diese Mission erfolgreich verlaufen wird. Und ich habe eben auch noch mit meinem Kollegen Joey Thomas gesprochen, der für uns unten in Florida ist. Und er sagte, es sind Tausende gekommen zum Kennedy Space Center und in die Umgebung drumherum, um mit dabei zu sein, wenn die Discovery in den Himmel abheben wird. Also es hat schon ein wenig Volksfestcharakter, der sich dort rund um das Kennedy Space Center gebildet hat. Über dieses Volksfest wirst du uns auch weiter auf dem Laufenden halten, Carsten Hädler. Wir kommen später natürlich nochmal zu dir zurück. Jetzt aber erst nochmal zu Mick Locher, unserem Raumfahrtexperten hier im Studio. Vielleicht können wir uns die Bilder nochmal anschauen, die wir jetzt eben aus Florida sehen. Das heißt, da ist jetzt ein weiterer Astronaut klargemacht worden und eingestiegen. Jeder Familienvater mit drei oder zwei Kindern weiß, wie lange es dauert, mit einer kompletten Familie wegzufahren. So etwa ist das jetzt hier auch. Alle müssen angeschnallt sein. Das Gepäck muss verstaut sein und letzte Fragen sind zu klären. Jeder will noch mal was, will vielleicht noch Grüße loswerden. Und man ist natürlich abgebrüht. Diese Männer und Frauen, die da drin sitzen, die haben eiserne Nerven und sie haben den eisernen Willen, diese Mission zum Erfolg zu bringen. Dafür haben sie lange trainiert, lange darauf gewartet. Das ist ihr Herzenswunsch, ins Orbit, in den Orbit hinaufzufliegen und die Raumstation zu erreichen. Man muss sich vorstellen, in der Raumstation alle 90 Minuten einen Sonnenaufgang. Wer kann das schon genießen? Und Mick, wie bereits Carsten Hädler sagte, richtigerweise, es ist natürlich für die Amerikaner, auch für die amerikanische Öffentlichkeit, ein besonders wichtiges Event. Und man verfolgt das, was sich in Florida abspielt, genauso vielleicht wie in den 80er Jahren, in den ersten Jahren der Space Shuttle-Ära, wenn man so will. Es ist klar, die Piloten und die Astronauten, die jetzt hier sitzen und sich auf den Start vorbereiten, der in, gut anderthalb Stunden dann soweit sein wird. Die sind jetzt schon Volkshelden, denn jeder in Amerika bewundert natürlich den kolossalen Mut dieser Besatzung zu sagen, okay, jetzt gilt's, wir starten. Unsere Raumschiffe sind zwar alt, aber bezahlt und sie sind in Form, sie sind in Schuss und wir schaffen das. Wir sind Amerika und wir haben den Biss, um das zu wuppen. Und das wird natürlich hoch honoriert. Alexander, du als früher Washington-Korrespondent, du kannst das ja sicherlich auch beurteilen, dass sowas gut ankommt. Ja, es gab mal einen Film, auch in den Vereinigten Staaten, wo einige ältere Herren in einer Fähre steckten und eine sehr schwierige Mission hatten. Der Film hieß Space Cowboys und er verkörperte schon so ein wenig, sagen wir, den texanischen Sinn, der Eroberungswille im Weltall. Und so ähnlich ist es ja auch dieses Mal, denn es ist ja sicherlich eine Mission, wo man eben auch die Grenzen testet. Absolut. Des Space Shuttles und die eigenen Grenzen. Und da stellt sich natürlich die Frage, da es so eine wichtige Mission ist, dass da alle nun nach Florida blicken und auf diese Menschen blicken. Was geht in diesen Menschen hervor? Ja, vielleicht könnte man noch erzählen, was passieren würde, wenn es zu einem Startabbruch käme, der so dramatisch wäre, dass sich die Besatzung noch am Boden retten müsste. Auch da haben die Amerikaner vorgesorgt und die haben ein Notfallsystem entwickelt. Das bedeutet, sie würden aus ihrer engen Cockpit-Kanzel herausklettern, die Notluke absprengen, dann über die Brücke rennen auf die andere Seite dieses riesigen Startturms, dort in eine Gondel springen. Sieben Gondeln gibt es, sieben Mann oder siebenköpfige Besatzung haben wir. Und dann mit einem Riesentempo nach unten in Richtung Bunker sausen in dieser Gondel mit einem Riesenschuss, mit einer Schussfahrt und dort im Bunker dann Zuflucht suchen. Eventuell, wenn noch Zeit bliebe, mit einem
einem gepanzerten Fahrzeug das Weite suchen, aber so ihre Haut noch versuchen würden zu retten. Das ist noch nie praktiziert worden. Selbst bei der Übung macht man es nur mit Sandsäcken. Das kann aber nur vor dem Start passieren. Das könnte kurz vor dem Start passieren. Also wenn es eine Situation gäbe, wo man sagt, okay, raus, Leute, rettet euch. Und das könnte passieren. Es gibt noch andere dramatische Sicherheitsvorkehrungen, über die wir gleich sprechen könnten. Jetzt sehen wir hier die Mission Control. Es sind ja 300 Techniker rund um die Uhr dann und Ingenieure und Astronauten, frühere und künftige Astronauten, an dieser Mission beteiligt, die also natürlich die nächsten 12 Tage Sonderschichten ohne Ende fahren. Es gilt ja was, es steht ja auch die Zukunft der NASA auf dem Spiel. Also wenn das jetzt nicht klappt, was soll denn dann noch klappen? Also das muss man sich auch vor Augen halten. Und deshalb sind natürlich alle interessiert daran, dass dieser Mission, dieser Flug jetzt in knapp 2 Stunden auch ein Erfolg wird. Es gibt ja einen Ausdruck in den USA, insbesondere in den USA wird er benutzt, it's a make or break case. Es ist ein Fall, entweder es klappt oder es geht kaputt oder das Ganze geht kaputt. Im Grunde genommen nicht nur das Space Shuttle, sondern NASA als das solche. Ganze Projekt, die ganze Riesenverwaltung, diese Riesenforschungsinstitution. Und das will man natürlich nicht aufs Spiel setzen. Man will natürlich die Nummer 1 bleiben in der Erforschung des Weltalls. Man will ja auch erklärtermaßen zum Mars, und zwar bemannt. In den nächsten, ja, was haben wir, in den nächsten 10, 15 Jahren sollen Amerikaner auf dem roten Planeten landen. Also ein irrsinniges, ehrgeiziges Ziel. Vorhaben. Wieso eigentlich? Also es ist ja ein politisches Ziel des Präsidenten. Richtig. Formuliert vor einiger Zeit, richtig, aber eine ganz klare Kurskorrektur, denn bisher hatte man sich ja eigentlich darauf beschränkt, die Raumstation, die internationale, aufzubauen. Man hatte sich eigentlich darauf beschränkt, beispielsweise auch Experimente durchzuführen auf dem Space Shuttle. Und nun soll das Space Shuttle und auch die Nachfolgegeneration im Grunde genommen ein Vehikel werden, um Menschen in den All zu transportieren. Amerikaner auf dem Mond so, und noch weiter Amerikaner. Denn das ist ganz einfach zu erklären, die Amerikaner teilen sich diese Raumstation. Die gehört nicht ihnen alleine, hätten sie gerne gehabt, ist zu teuer, das teuerste Bauwerk der Menschheit. Das können sie nicht alleine wuppen, das können sie nicht alleine betreiben. Also hat man sich gesagt, okay, wir wollen wieder Nummer 1 werden, und zwar ganz alleine. Und wir wollen darüber hinaus, wir wollen weiter zum Mond und auf den Mars und dort unsere eigene Raumstation bauen, unseren Outpost, unseren Außenposten im All etablieren. Und das ist vielleicht der Hintergrund dafür. So Pioniergeist. Pioniergeist, und dass man auch sagt, okay, die Technologie, die wir jetzt haben, die ist 30 Jahre alt, es muss weitergehen. Und die USA standen ja immer für diesen technologischen Fortschritt, auch als es darum ging, zum Mond zu fliegen. Die haben das innerhalb von 10 Jahren, 15 Jahren geschafft. Das ist unglaublich. Nick, wollen wir kurz noch einmal auf die Crew zu sprechen kommen? Wir haben beispielsweise auch einen Beitrag vorbereitet über Eileen Collins. Genau. Wir haben ja über die Kommandantin schon etwas länger gesprochen, aber vielleicht schauen wir uns diese Protagonistin noch einmal genauer an, auch um zu erfahren, wieso sie diese Schlüsselrolle spielt bei dieser Mission. Die Geschichte der Weltraumfahrt, eine Geschichte der Männerwelt. Wenige Frauen wurden berühmt. Eine von ihnen wird es spätestens beim Neustart der Space Shuttle Flotte. Eileen Collins. Sie ist der erste weibliche Kommandant einer Raumfähre. Ihr Job ist so anspruchsvoll wie kaum einer zuvor. Denn sie wird nach dem Columbia-Unglück die Verantwortung für die erste neue Mission haben. Die Belastung ist enorm. Doch Eileen Collins, geboren im November 1956, ist ehrgeizig und stressresistent. Mit 19 ging sie mit ihren ersparten $1000 zu einer Flugschule und lernte aus dem Stand das Fliegen. Der Beginn einer beispiellosen Karriere. Als ich meine Ausbildung zum Militärpiloten 1978 begann, war auch das Jahr, in dem die NASA zum ersten Mal Frauen in ihr Space Shuttle-Programm aufnahm. Und diese 6 Frauen wurden meine Vorbilder. Aber sie waren alle Missionsspezialisten. Aber ich wusste, ich will das Ding fliegen. Und ich beschloss, eines Tages werde ich Astronautin sein. Ihr Traum wurde wahr. 1991, nach 13 Jahren harter Arbeit und intensiver Vorbereitung, wurde Eileen Collins Astronautin und nun Kommandantin eines Space Shuttle.
Der französische Astronaut Michel Tonini, einer der erfahrensten ESA-Astronauten und nun Chef des Europäischen Astronautenausbildungszentrums in Köln, arbeitete im All einmal unter ihrem Kommando. Zurückblickend erinnert er sich vor allem an ihre Menschlichkeit und hervorragenden Qualitäten als Kommandantin eines Orbiters. Es ist sehr schwer, mit ihr nicht klarzukommen, denn sie versucht, alle zu verstehen. Und sie erfüllt alle Bedingungen für diesen schweren Job. Sie war eine der ersten Kampfpilotinnen der USA, war eine der ersten Testpilotinnen. Sie wurde von der NASA als Pilotin ausgewählt. Sie flog zweimal als Co-Pilotin. Sie erfüllt einfach alle Anforderungen, um als Kommandantin eingesetzt zu werden. Und deshalb übernimmt sie nun das Kommando beim ersten Neustart der Space Shuttle Flotte mit der Mission STS-114. Mehr als zwei Jahre nach der Unterbrechung der Shuttle-Flüge wird Eileen Collins für die insgesamt siebenköpfige Besatzung verantwortlich sein und zur ISS fliegen. Zweck des Einsatzes: Versorgung der Raumstation mit Lebensmitteln und wissenschaftlicher Ausrüstung. Irgendwann in der zweiten Julihälfte 2005 soll es losgehen. Alles steht unter dem Anspruch größter Sicherheit. Künftig sollen Fährenbesatzungen sogar im All nötigenfalls kleinere Außenreparaturen durchführen können. Das Space Shuttle fliegt und mein Flug ist der nächste. Wir werden wissenschaftliche Experimente durchführen und wir denken bereits über die folgenden Missionen nach. Zum Beispiel über eine mögliche Rückkehr zum Mond oder eine Reise zum Mars. Und irgendwann werden wir unser Sonnensystem verlassen und andere Welten erforschen. Maybe going back to the moon or going on to Mars someday and eventually leaving the solar system. Für mich ist das enorm aufregend. Diese Begeisterung teilt sie mit ihrer Besatzung, fünf Männern und einer weiteren Frau. Missionsspezialistin Wendy B. Lawrence wird für das Verladen der Fracht hinüber zur Raumstation verantwortlich sein. Eileen Collins steht mit ihrem Job für schwere Arbeit, Ehrgeiz und Können. Sie beweist auch, dass das Buch der Erforschung des Weltalls im 21. Jahrhundert Männer wie Frauen gleichermaßen schreiben. Tja, jetzt wissen wir also, wer die Crew ist, wer die Leute sind. Hier nochmal das Live-Bild aus Cape Canaveral. Der Anschnallvorgang, die Vorbereitungen gehen weiter. Die Helme werden aufgesetzt und alles deutet darauf hin, dass sich die Crew also in spätestens 2 Stunden und 5 Minuten auf den Weg ins All macht. Und wir haben aber auch neue Informationen aus Washington. Wir wollten nachfragen bei Carsten Hedler. Carsten, was gibt es? Alexander, der Start der Discovery für heute ist abgesagt und die Bilder, die wir im Moment sehen, wir können jetzt die Astronautin Wendy Lawrence sehen, sie wird aus der Discovery herausgebracht, weil es ein Problem am Benzintank gibt. Die NASA hat aus Sicherheitsgründen den Start der Discovery also für heute abgesagt. Es wird nichts mit der Weltraummission. Die Wissenschaftler müssen jetzt das Problem genau suchen. Was man im Moment weiß, ist, dass die Computer einen Fehler in einem der 4 Tankbehälter angezeigt haben und deshalb hat man entschieden, aus Sicherheitsgründen, dass die Discovery nicht starten wird. Es gibt jetzt noch 2 Möglichkeiten in dieser Woche, das wäre morgen und übermorgen, dass das Space Shuttle in den Himmel steigen wird, aber wir sehen jetzt die Bilder, die Astronauten werden herausgeführt aus dem Space Shuttle und wichtig ist, die Discovery wird heute am 13. Juli nicht starten. Carsten, wie groß ist denn die Blamage für die NASA? Erst gab es ja die Schwierigkeiten, die Schrecksekunde heute mit der Hitzekachel. Jetzt das Ganze eben wegen Problemen mit dem Benzintank eben vorerst erstmal auf Eis gelegt. Wie kommt die NASA bei dieser ganzen Aktion weg? Es ist natürlich ein schwerer Rückschlag für die NASA jetzt, dass es offenbar wieder ein Problem am Benzintank gegeben hat. Und man muss jetzt mal abwarten, was der genaue Grund für das Absagen des Discovery-Startes ist. Aber es ist natürlich eine weitere Panne für die NASA. Und man hat Milliarden von Dollar für diese Mission investiert. Und die Häme ist jetzt natürlich groß, die über die US-Weltraumbehörde gehen wird mit dem abgefallenen Teil vom Hitzeschutzschild gestern Abend noch. Das
Das war der Anfang. Und es sieht fast so aus, als wenn die Discovery-Mission unter keinem guten Stern stünden würde. Aber man muss auch sagen, das Sicherheitssystem der US-Weltraumbehörde hat gegriffen. Und wir sind ja noch einige Stunden vom geplanten Start entfernt gewesen. Und die Computer haben eine Sicherheitslücke angezeigt. Und deshalb wurde sofort aus Sicherheitsgründen der Start abgesagt. Und ich denke, das ist auch ein Zeichen dafür, wie ernst die Sicherheitsvorkehrungen genommen werden, wie ernst mögliche Fehler genommen werden. Man will auf keinen Fall die siebenköpfige Astronautencrew in irgendeine Gefahr bringen. Und deshalb hat man sich heute dazu entschieden, dass die Discovery nicht starten wird. Vielen Dank, Carsten Hedler. Wir wollen noch mal nachfragen bei Mick. Also Unterbrechungen oder abgebrochen wurden ja Missionen auch in der Vergangenheit. Ja. Ja, natürlich. Man muss sich auch vorstellen, so ein Computer trifft 4 Millionen Entscheidungen pro Sekunde. Also der Mensch entscheidet dann letztlich, was passiert. Aber der Computer sagt, wenn er 4 Millionen Entscheidungen trifft und da sind meinetwegen 100.000 Entscheidungen, die sagen, brecht es ab, wird der Mensch da sicherlich dieser Empfehlung folgen. Und das ist ja auch gut so. Denn man will ja das Prestige der NASA retten. Man wird es damit retten, dass man sagt, okay, kann passieren. Außerdem ist ja noch bis zum Monatsende die Möglichkeit da, zu fliegen, zu starten. Und warum nicht? Die Sicherheit geht vor. Menschenleben zählen als allererstes. Mick, kannst du uns vielleicht noch einmal kurz erklären, wie dieses Sicherheitssystem überhaupt funktioniert? Sind es Sensoren, die angebracht sind an dem Space Shuttle genau, und an den Tanks? Es sind unglaublich viele Sensoren überall angebracht, an allen sicherheitsrelevanten Punkten, Tanks, Düsen, Triebwerken, im Cockpit, bei den Astronauten. Überall, was man sich vorstellen kann, wird gemessen. Dafür haben wir ja die Technologie und da wird also in der Crew dann beraten und der Missionschef in Houston entscheidet dann, letztlich hat er als Verantwortlicher das Kommando, auch solange das Ding noch am Boden steht, die Space Shuttle, lass es uns abbrechen, wir warten, Sicherheit geht vor. Und am Boden in Washington, unser Korrespondent Carsten Hedler. Carsten, du hast weitere Neuigkeiten. Ja, es wird im Moment nach dem Fehler am Benzintank gesucht und die Frage ist jetzt natürlich, wie schwer dieser Fehler ist. Kann er rechtzeitig behoben werden? Sollte es ein größeres Problem sein, dann wird der Discovery-Start sich um einige Wochen sogar verzögern müssen. Aber wenn es ein kleineres Problem ist, das haben wir eben aus NASA-Kreisen erfahren, dann könnte morgen um 21.28 Uhr mitteleuropäischer Zeit der erneute Starttermin sein. Also die NASA-Wissenschaftler müssen jetzt ganz genau untersuchen, woran es liegt, wie groß dieses Problem ist, wie schnell man diesen technischen Fehler beheben kann. Und der nächstmögliche Starttermin wäre also 15.28 Uhr hier Ostküstenzeit in den Vereinigten Staaten. Das entspricht 21.28 Uhr mitteleuropäischer Zeit, morgen dann am Donnerstag, den 14. Juli. Carsten, gibt es denn schon Reaktionen in den USA? Zum einen vielleicht von Regierungsseite oder auch von Menschen, die das jetzt mitbekommen haben an den Fernsehapparaten? Es gibt bisher keine Reaktion. Die Information, dass der Start verschoben wird, kam ja erst vor wenigen Augenblicken. Diese Nachricht muss sich jetzt erst rumsprechen. Auch NASA-Offizielle haben sich noch nicht vor den Kameras geäußert. Ich glaube, bei der NASA ist man jetzt erst einmal froh, dass man rechtzeitig dieses Problem erkannt hätte, weil wir wollen uns nicht die Bilder vorstellen, die hätten passieren können, wenn es erneut einen Fehler am Benzintank gegeben hätte. Und man kann sich da Schlimmes ausmalen, aber man soll auf Holz klopfen. Es ist noch einmal gut gegangen. Und jetzt sind die Wissenschaftler natürlich damit beschäftigt, das Problem zu beheben. Und wie gesagt, wir müssen jetzt abwarten bis zum ersten Statement, was man uns dann sagen wird, wie schwer dieser Fehler ist, wie groß das Problem ist, um es zu beheben. Und ich denke, bei der NASA laufen jetzt nicht nur die Telefonleitungen heiß, auch die Computer werden jetzt natürlich arg gefordert sein und natürlich dann auch die Mechaniker. Zunächst einmal werden die Astronauten jetzt erstmal das Space Shuttle Discovery wieder verlassen und dann werden sie in den Sicherheitstrakt für die Astronauten zurückgebracht. Und die Krisensitzungen, die jetzt anstehen, wann wir was erfahren, das wird sicherlich noch einige Stunden auf sich warten lassen. Carsten Hedler, erstmal vielen Dank nach Washington. Und nochmal zurück zu Mick Locher im Studio. Mick, kann man. Das ist spannend im Augenblick, muss ich gleich sagen, denn wir sehen, die müssen sich ziemlich beeilen, denn ein Riss im Treibstofftank ist ja nichts Schönes. Es können sich Gase bilden, es ist sehr heiß, es kann eine statische Aufladung passieren. Also die Jungs, würde ich sagen, ganz salopp, werden sich jetzt beeilen, dieses Raumschiff zu verlassen, denn die sitzen hier auf einem Pulverfass von Millionen,
2 Millionen Liter Wasserstoff und Sauerstoff flüssig gekühlt, runtergekühlt in einem eiskalten Tank. Aber wenn ich höre Riss im Benzintank, selbst wenn mir das auf meiner Vespa passieren würde, würde ich sagen, hoppla, liebe halte ich an und gucke, dass ich das Weite suche, denn sowas kann schnell in die Luft gehen. Also man sieht jetzt hier auch an den Bildern, dass sie sich durchaus beeilen, hier die Mannschaft schnell wieder rauszuholen. Der Wagen ist ja unten schon vorgefahren, also es wird nicht zu diesem spektakulären Notabstieg kommen in einer Gondel, aber man wird jetzt auch keine Sekunde verlieren, um die Besatzung kontrolliert, aber doch sehr zügig jetzt aus dem Gefahrenbereich wieder wegzubringen. Was ist es, die Angst oder die Enttäuschung, die jetzt überwiegt? Also bestimmt die Enttäuschung bei den Astronauten mit Sicherheit. Die wissen jetzt wahrscheinlich auch gar nicht, welches Problem aufgetreten ist. Der Kommandant wird, die Kommandantin wird es wissen. Das spricht, die haben ja alle Verbindungen nach Houston und man will natürlich ein das Vertrauensverhältnis zwischen Bodenmannschaft und Fährenmannschaft natürlich pflegen und da sollen keine Risse entstehen. Also man will sie natürlich sofort, man hat sie bestimmt sofort informiert und natürlich, es geht ja auch um das eigene Leben. Also man hat da vollstes Verständnis dafür, das abzubrechen. Denn wie es Carsten schon erzählt hat, es hätte eine Entfernung gegeben im schlimmsten Fall. Das Ding wäre in die Luft geflogen. Ähnlich und wie 1986. Wir wollen es nicht an die Wand malen. Aber das ist die Gefahr gewesen zumindest. Wenn es ein Problem am Tank gibt, ist dies die Gefahr. Natürlich, Tank ist Treibstoff, Tank kann explodieren. Ja. Ganz banal ausgedrückt. Wir wollen vielleicht noch einmal ganz kurz zusammenfassen für die Zuschauer, die gerade uns zugeschaltet haben. Die Tatsache eben ist, dass der Flug vom Shuttle Discovery verschoben wird. Der Start zumindest ist verschoben worden. Es gibt ein Problem am Tank. Die NASA-Experten untersuchen noch die Daten, die es im Computer gibt. Noch ist nicht eindeutig klar, was für ein Problem aufgetreten ist, aber ein Problem groß genug, um die NASA-Behörden zu zwingen, diesen Start erstmal abzubrechen. Und wir wollen kurz nach Pfaffenhofen schalten, um zu fragen bei Thomas Leonardi, wie die Europäer jetzt reagieren auf diese Nachricht. Ja, auch hier hat man natürlich sehnsüchtig gewartet, dass das funktioniert heute um 21.51 Uhr und dass nach Möglichkeit alles reibungslos abläuft. Denn die Mission ist auch für die deutsche und die europäische Raumfahrt sehr wichtig. Ich habe jetzt hier bei mir den Leiter des Raumfahrtkontrollzentrums, Professor Wittmann. Sind Sie enttäuscht? Wir sind natürlich immer etwas enttäuscht, wenn eine Mission verschoben wird. Aber das passiert uns oft. Sowohl Raketenstarts als auch Shuttle-Starts sind immer wieder aus technischen Gründen verschoben worden, so wie das heute ist. Und da gilt eindeutig Safety first. Wenn immer man ein technisches Problem identifiziert, soll man auch die Konsequenzen ziehen. Und da ist die NASA gut und tut genau das, was richtig ist. Nun warten jetzt hier alle ganz sehnsüchtig, dass es dann vielleicht in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen klappt. Herr Professor Wittmann, warum ist es denn eigentlich so wichtig, dass dieses Space Shuttle abhebt, auch für die deutsche Luftfahrt? Für Deutschland ist das Columbus-Modul der Internationalen Raumstation ein ganz wichtiges Labor, sowohl für Wissenschaft als auch für Technik. Dieses Labor braucht das Shuttle als Transportsystem, um 2007 an die Internationale Raumstation anzudocken. Außerdem hätten wir im nächsten Shuttle-Flug eine sehr große Chance, Thomas Reiter zur Internationalen Raumstation zu bringen und in einem Vorprogramm die Experimentiertechnik und auch die Technik der Raumstation sehr genau verstehen zu können und ihn dann auch hier für Columbus-Missionen im Kontrollzentrum zu haben für unsere Beratung. Also Gründe genug, warum die Techniker, die Wissenschaftler, die Ingenieure auch hier in Oberpfaffenhofen hoffen, dass es doch noch klappen wird mit dem Start der Discovery. Vielen Dank, Thomas Leonardi. Also Enttäuschung, aber auch Gelassenheit. Genau. Mit Glocker bei uns im Studio jetzt, wie gesagt, der Flug abgesagt. Ist das eine Überraschung für dich? Man hat ja schon mit Schwierigkeiten im Vorfeld gerechnet. Wir haben vorhin in der Redaktion gewettet, aber da ging es noch ums Wetter. Und ich sagte, die starten nicht. Jetzt hat sich's leider bewahrheitet. Gut, man denkt 13. Juli, Apollo 13, das ging damals auch schief, wäre fast schief gegangen. War kein Freitag. Aber es ist ja nichts aufgehoben. Man wird jetzt checken, wie groß der Schaden ist. Und es zeigt sich natürlich jetzt,
dieses Raumfahrtgerät ist alt, es ist betagt, es ist nicht mehr die neueste Technologie. Dieses ganze Prozedere mit diesen Zusatztanks und einer Ladebucht und Astronauten, alles zusammen, also diese eierlegende Wollmilchsau, die funktioniert zwar schon, aber sie funktioniert eigentlich seit langem nicht mehr hundertprozentig. Man wollte ja viele Starts in einem Jahr machen, daraus sind einige wenige geworden, weil dieser Koloss so sicherheitsempfindlich ist, dass man viele Vorbereitungen braucht. Von Touristenflügen ursprünglich mal die Rede, da ist man aber wohl ganz von abgekommen. Ja, da ist man ganz von abgekommen. Die Amerikaner nehmen keine mit. Das machen die Russen, die können damit Geld verdienen. Die NASA macht das nicht, das ist eine Regierungsbehörde. Und da geht es um die Wissenschaft und nicht um den schnöden Mammon mit Touristen. Ja, und Mick, und wie du schon sagst, immer wieder treten Probleme auf in denselben Jetzt sehen Bereichen. Wir gerade Houston hier. Ja, die Stimmung ist, würde ich sagen, gedämpft, natürlich stressig. Jetzt wird gesucht, wo lag es, wie schnell kann der Fehler behoben werden. Alle Systeme werden jetzt gecheckt. Man muss jetzt natürlich eine Krisensitzung einberufen und dann ist auch entscheidend, was der Missionsleiter sagen wird, ob er in der Lage ist, schon zu sagen, okay, wir versuchen es morgen schon wieder. Oder ob sie sagen, wir warten lieber noch mal zwei Wochen, bis der Schaden wirklich behoben ist. Und davon könnte man ausgehen. Vielen Dank, Mick. Ich danke. Ja, und wir machen eine ganz kurze Pause. Hier ist auch die richtige Kamera und sind dann pünktlich um 8 Uhr da mit unserer Sondersendung zum verpatzten Start in Cape Canaveral.